Die Eishockey-Show wird euch präsentiert von Magenta Sport. Was wäre der Montag oder jeder andere Tag in der Woche ohne die Eishockey-Show? Herzlich willkommen hinein ins Vergnügen. Es ist spannend, es ist ekstatisch, es ist glamourös, es ist einfach verrückt. Und es ist vor allem Pause. Ja, die Penny DL. Spieltag 44 vorbei. Jetzt pausieren wir mal ein bisschen. Nein, tun wir nicht, weil wir haben jede Menge Themen zu besprechen. Und das Ganze gilt natürlich über das, was passiert ist. Und wir blicken voraus mit Basti Schwele. Ja. Einmal mal aufgezeigt, wie früher in der Schule, einfach aufgezeigt. Wir sitzen hier auch so ein bisschen. Ja, das stimmt. Es hat ein bisschen was von Penela. Ja, hat ein bisschen was davon. Genau. Also nur jetzt steigst du also mit der 4 Minus schon mal ein. Das war ich immer gewohnt. So ist es. So, wir wollen jetzt nicht über Schulnoten reden. Wir verteilen vielleicht welche heute in dieser Sendung. Und die erste geht raus an die glatte 1 Minus in dieser Sendung. Magic Mike Meyer. Ja, servus zusammen. Wieso 1 Minus? Wofür die Minus? Ja, weil wir einfach dachten, wir können jetzt nicht auf dem allerhöchsten Niveau starten. Wir brauchen Raum für Luft und Luft für Verbesserung für dich. Und noch. Luft und Raum. Und Raumluft. Ja, aber ich finde es gut, dass ihr nicht über Noten redet, weil darüber will ich auch nicht reden, über meine Vergangenheit. So ist es. Wir haben eine Menge mit euch zu besprechen. Magic, dafür bist du heute auch vor allem verantwortlich. Denn bevor wir auch dann später noch zwei Gäste begrüßen, wir sind ja wieder live unterwegs und sprechen mit einem Endras aus der Liga, mit Dennis Endras. Genau. Hätte ich es nicht sagen dürfen. Ich wollte es gerade ein bisschen verpacken, ich wollte ein Teasing sprechen, aber es spannend machen. Dann mach du den zweiten. Der zweite? Hm? Also nach Dennis Endras. Weil wir haben ja in dieser Pause so ein bisschen Nationalmannschaft auch. Harry Kais hat die U25 zusammengerufen. Die machen zwei Testspiele in der Slowakei. Beide Spiele, Mittwoch, Donnerstag, jeweils natürlich live und kostenfrei bei Magenta Sport zu sehen. Und da ist ein ganz neuer mit dabei, der auch bei den Eisbären eigentlich eine gute Saison spielt, aber so ein bisschen unter dem Radar läuft. Und genau deswegen geben wir ihm heute die große Bühne hier. Corby Geibel ist bei uns zu Gast. Stark. War das okay für dich? Absolut. Ja. Das ist aber nur. Jetzt schon auf 4? Bitte? Jetzt schon auf 4? Wie auf 4? 4 minus auf 4? Ach so, ja klar. Schulnotmäßig bist du schon wieder gestiegen. Danke. So, dann lass uns rein in dieses Vergnügen heute in unserer Sendung, denn wir wollen auch nicht lange drum herum reden. Selbstverständlich interessiert uns der aktuelle Zustand der Vereine in der Penny DL. Und da ist einiges passiert, auch wieder an dem Wochenende. Ich habe es gerade gesagt, Spieltag 44 ist vorbei. Das heißt, wir sind 8 Spieltage vor Ende der regulären Hauptrunde und dementsprechend spitzt es sich zu in allen Bereichen. Wer geht in die Playoffs, auf welcher Position und wer ist da unten im Keller so langsam mit Schnappatmung unterwegs? Es gab natürlich noch keine finalen Entscheidungen, aber es gibt immer wieder interessante Bewegungen, auch in der Tabelle. Es ist unglaublich, was los. Es könnte knapper nicht sein, es könnte spannender nicht sein. Man kann gar nicht von der Lage der Liga sprechen, sondern entweder sprichst du von einer Gemengenlage, von einer Schieflage, von einer Schräglage, was auch immer. Wahnsinn. Viele Lagen. Wir wollen eure Meinung auch wissen, rund um die Lage, ob schief, ob gerade, ob horizontal, vertikal, rund um die Penny DL. Und deshalb könnt ihr natürlich wie immer mitmachen. Es gilt die Handynummer eures Vertrauens, mittlerweile ja sicherlich eingespeichert in euer Endgerät. Dementsprechend gilt es immer noch. Ich wiederhole es gar nicht, weißt du, es ist einfach komm, wieder, gar nicht soll nötig. Soll ich wiederholen? Ich kenne sie auswendig. Da hinten rüber musst du schielen. 0175681748. So ist es. Oder eishockeyshow@magenta.de. Das ist die E-Mail-Adresse. Und wir müssen erstmal Danke sagen, dass ihr so fleißig schreibt, mitmacht. Und wir wollen natürlich auch das ein oder andere Mal so ein bisschen beantworten. Wir müssen auch sagen, wir hatten selbst das Gefühl in unseren ausgiebigen Redaktionsbesprechungen, dass wir das ein bisschen vernachlässigt haben in letzter Zeit. Und deswegen wollen wir euch heute mal ein bisschen mehr in die Sendung mit einbeziehen. Denn auch wir sind ja fähig zur Selbstkritik. Absolut. Und haben das ein oder andere Mal ehrlicherweise wirklich ein bisschen verpennt, weil die Themenlage auch manchmal so ist. Ne? Und dann ist es uns durchgerutscht. Ja. Das Mailbag ist irgendwo da hinten in der Ecke, jetzt haben wir es vorgekramt und deshalb wollen wir mal wissen, was euch so bewegt, was euch interessiert und wir versuchen das Ganze jetzt auch ein wenig zu beantworten. Dementsprechend gilt natürlich trotzdem, ihr könnt auch mitmachen in der YouTube-Kommentarleiste, wenn ihr über diesen Kanal zuschaut. Da ist der Mikey natürlich immer. Ich schaue fleißig drauf, ja. Ja. Soll ich schon eine erste Frage vorlesen? Würde ich sagen, lass uns mal einsteigen in die Sendung und wir gucken und hören mal, was unsere Eishockey-Show-Zuschauerinnen so bewegt.
Ja, ich habe die erste Frage. Didi aus Hamburg, erstmal Grüße natürlich raus. Wie werden die Statistiken gemessen, zum Beispiel die Schüsse gezählt oder die Eiszeit gestoppt? Gibt es dafür eine Technik oder machen das Oldschool, das habe ich jetzt hinzugefügt, Menschen manuell, die im Stadion sitzen? Oh, gute Frage. Ja, moin, moin, sagen wir erstmal. Gute Frage. In die schönste Stadt. Ja, und das ist ja wirklich eigentlich noch gar nicht so alt, also da gab es wirklich... So oldschool ist das jetzt nicht, nee, dass so das noch manuell gemacht wurde. Genau. Ja. Weißhockey ist, meine ich, im zweiten oder im dritten Jahr mit dabei. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber maximal, ich glaube 2 Jahre erst. Und das wird alles mittlerweile elektronisch gesteuert. Die Spieler haben so einen kleinen Pin im Brustschutz. Also werden da getrackt, genauso wie der Puck mittlerweile getrackt ist. Und da erfasst Weißhockey alle Daten, die relevant sind, die dann in die Statistiken mittlerweile einfließen. Da ist nichts mehr mit Strichlein machen und sowas. Es ist ein bisschen einfacher geworden durch die digitale und vernetzte Welt, weil eben auch das Spielgerät und die Spieler vernetzt sind. So kann man es eigentlich ungefähr ausdrücken, dass das alles eigentlich in... Naja gut, aber natürlich die Daten- und Zahlenvielfalt ist komplizierter geworden. Das stimmt, du hast mehr Infos und nicht alle müssen unbedingt zu einer Verbesserung des Spiels beitragen, aber du hast auf jeden Fall eine Möglichkeit, Infos rauszuziehen und von daher ist es natürlich auch, akkurater. Also, ich sag mal, eine Schussgeschwindigkeit, ne? Über den Puck jetzt direkt. Das hattest du vorher nicht. Zum Beispiel. Genau. Oder den Bewegungsradius der Spieler. Wir haben ja mittlerweile, wie weit läuft ein Spieler in so einem Spiel? Wir können es immer noch nicht so wirklich erfassen, weil ich halte es da immer mit die Hegen. Du musst nicht viel laufen, sondern du musst da stehen, wo der Puck hinkommt, damit du einschweißen kannst. So einfach ist Eishockey ja manchmal auch. Also diese Kilometerzahl im Fußball ist es vielleicht so relevant. Ich finde, im Eishockey ist es nicht relevant. Aber natürlich geht es viel über, hier sehen wir, das ist der Reisekönig, Maxim Matuschkin. Keiner ist mehr auf dem Eis in dieser Saison unterwegs als Frankfurts Starverteidiger bislang. Aber auch weil wir diese Zahlen eben noch nicht so lange haben, sind halt Vergleiche schwer. Also das heißt, er ist jetzt 257 Kilometer gelaufen? Ja. Habe ich das gerade richtig umgerechnet? Ja. Womit wir wieder bei den Schulnoten wären. Ja, aber hast du richtig umgerechnet? Ja, Mathe 4. Klasse. Genau. Mhm. Und das in der ganzen Saison, da denkst du ja auch so, ja, okay, die skaten ja da rum, das ist ja auch nicht vielleicht so wie laufen, sondern dann, ich finde, das kommt einem dann wieder relativ wenig vor tatsächlich. Also für mich gefühlt. Ja. Der spielt ja durchgehend, der hat ja Eiszeiten von jenseits der 20 Minuten, Matuschkin. Deswegen denke ich mir mal, ja, der muss schon gut unterwegs sein. Vielleicht fahren es ja auch 2500 Kilometer. Aber also, damit tue ich mir schwer. Ich finde super Schussgeschwindigkeiten, ich finde super auch diese Höchstgeschwindigkeiten der Spieler, die erreichen. Da sind wir immer so bei 36, 37 km/h. Das ist schon ein ordentlicher Anzug. Da kannst du mit Usain so ein bisschen, vielleicht ein paar Meter mitgehen. Ja, weil man ja auch immer so sagt, das ist ein unglaublich schneller Spieler. Ne? Ja. Der hat einen mega Antritt, genau. Der ist dafür bekannt. Und jetzt kannst du natürlich wirklich sagen, das sind vielleicht dann nochmal diese 2 km/h Unterschied, die dann möglicherweise bei einem Konter mit Speed, wenn er irgendwie aus der neutralen Zone Speed aufnimmt und dann gibt er Gas. Und das ist natürlich dann schon ersichtlich und eben dann messbar. Genau. Und dann wird es eben handfest. Ne? Ich finde zum Beispiel, für mich ist wichtig, diese Passgenauigkeit finde ich gut. Zweikämpfe finde ich noch gut. Und was ich mit einer der geilsten Statistiken finde, ist, wie oft du über die offensive blaue Linie gehst. Mhm. Das finde ich gut. Und Zeit in der Offensive bzw. in der Defensive. Auch das sind so ein paar Kennzahlen, mit denen kann man gut arbeiten, finde ich. Genau, weil sie natürlich dann auch eine Subjektivität untermalen. Ne? Also du kannst das Spiel ja lesen, logischerweise. Und dann hast du ein Gefühl, du oben im Kommentar denkst, okay, das ist eigentlich deutlich mehr offensive Zone für Team X und da hast du es dann eben. Und wir wollen nicht die Klassiker auch nicht vergessen. Torschüsse zum Beispiel. Oh ja. Mikey, du hast was? Kann man aber auch immer noch manuell zählen. Das schafft man auch noch so. Das geht auch immer noch. Genau. Mit der Strichliste, mit der guten alten Ersatztorhüter früher hier. Zack, Stift und Zettel. Und der hat dann. Gibt es das noch? Ich habe länger nicht mehr drauf geachtet, weil man jetzt mittlerweile hier die ganzen Statistikseiten hat. Also ich habe gestern bei dem Spiel, wir waren ja in Straubing gegen die Adler Mannheim, da habe ich extra nochmal, weil ich ja dann mich zum Powerbreak auch manchmal so über die Bank reinschleiche, dann ja oft an den Goalies vorbei, also in dem Fall an Felix Brückmann und Hunter Miska, und die haben nichts mehr zu tun. Die müssen jetzt nicht da noch irgendwas. Also ich habe irgendwo in diesem Jahr gehört, dass mal, lass es ein Ersatzspieler oder Ersatztorhüter war, dass der vom Trainer wirklich wieder einen Zettel und Stift in die Hand bekommen hat, für was auch immer. Das war was ganz Spezielles vielleicht. Das war bestimmt eine Sonderaufgabe. Genau, Sonderauftrag.
Einfach nur strafversetzt. Ja, du brauchst es nicht. Du bist übrigens raus und überzählig und du musst noch schreiben. Genau, so ungefähr. Das brauchst du nicht mehr und es tut mir auch ein bisschen leid für viele Freiwillige im Übrigen auch, die da natürlich in den Stadien saßen, die da auch ganz kräftig mitgemacht haben. Das ging ja vor ein paar Jahren noch über ein Pad, da ging die Eiszeit, da musste man die Knöpfe dann händisch drücken, wer wann auf dem Eis ist. Mir fehlen da schon so ein paar Bezugspersonen auch in den Stadien, weil das immer ein netter Austausch mit den Leuten war und die sind halt nicht mehr da. Okay. Muss man natürlich auch sagen, es ist die Kehrseite. Also wenn ihr in den Eisstadien Deutschlands unterwegs seid, ihr merkt, Basti Schwede braucht einfach ein bisschen Nähe, er braucht Kommunikation, er braucht Gesprächsstoff mit euch. Vielleicht könnt ihr ihn einfach anquatschen, vollquatschen, zuquatschen, alles erlaubt am Start. Sehr gut. So, sollen wir eine nächste Frage noch reinholen? Gerhard aus Heilbronn fragt, liebes Team der Eishockeyshow, mich beschäftigt schon länger, warum so viele Eishockeyspieler in der DEL mit der Rückennummer 71 auflaufen. Geburtsjahr kann es ja wohl kaum sein. International prominenten Spieler habe ich jetzt nicht gefunden. Ob wir eine Ahnung haben, was der Hintergrund sein könnte. Beispiel Andersen in Augsburg, Olischewski in Düsseldorf. Gino Malkin spielt die 71, oder? Gino Malkin müsste die 71 sein bei Pittsburgh. In Pittsburgh. Ja. Wer ist noch dabei? Wenn er meint, mehrere? Proske Iserlohn, Fischbuch Mannheim, Schihi Straubing und Justin Faeser Wolfsburg. Olischewski hatte ich noch in Düsseldorf. Ja. Hat er gerade gesagt, ja? Hattest du schon, genau. Ja. Also das ist natürlich meiner Meinung nach ganz klar, weil ich bin Jahrgang 71 und das ist natürlich dann einfach auch so eine kleine Nettigkeit von den Jungs. So. Alles jetzt für den alle Sascha, Bescheid. Alles für den Bandermann. Jungs, das macht ihr super mit der 71 da draußen. Ja, ansonsten. Der Fischi wird dich jetzt gleich anrufen und sagen, hey Bandermann, geht's eigentlich noch? Nee, er freut sich über die monatliche Überweisung und sagt einfach, natürlich spiele ich weiter mit der 71. Also von daher. Wir haben auch nochmal nachverhandelt. Es wird noch weitere 3 Jahre Daniel Fischbuch mit der 71 geben. Ja. Nein, jetzt fährt es mal weiter. Nicht, dass noch irgendjemand was Falsches denkt hier. Das haben die Jungs sich aus welchen Gründen noch immer ausgesucht. Ich habe jetzt keine Erklärung, also außer dass natürlich... Ja, da gibt es ja total viel. Es gibt verschiedene Erklärungen, aber ich könnte jetzt nicht sagen, warum Olischewski jetzt die 71 spielt. Also nein, das könnte ich auch nicht. Aber bei manchen, das Nerdwissen habe ich nicht. Bei manchen fragt man ja auch mal nach, genau. Wo du selber denkst, das ist so ein bisschen relevant, warum spielt er das oder so. Aber es ist ja oft so, es ist das eigene Geburtsdatum, sei es der 7.1. ist ja durchaus möglich, dann nimmt man die 71. Dann hast du vielleicht mal die Nummer von deinem Vorbild, dass du nimmst, weil du irgendjemand ganz cool fandest und denkst dir, so würde ich auch gern spielen. Und wenn ich die Nummer spiele, dann klappt das ganz bestimmt. Vielleicht ist Malkin von denen allen das Vorbild, wenn du es so erklärst. Ja, vielleicht, das kann ja durchaus sein. Wir gehen der Sache auf den Grund. Dann sind es natürlich auch ein paar Jungs spielen natürlich auch so die Nummer, die Väter früher zum Beispiel hatten oder jemand in der Familie. Also da gibt es ja hunderte Erklärungen, wer warum was für eine Nummer spielt. Ja, das ist natürlich die wichtige Nachfrage von mir als Investigativjournalist. Welche Rückennummer trug damals? Damals, es ist lange her, es war schwarz-weiß, aber natürlich konnte man trotzdem Nummern auf dem Trikot erkennen. Basti Schwede. Wann denn? Ja, damals. Ja, was ist damals? In den mittleren 90ern. In den mittleren 90ern, ja. Meine erste Nummer war keine gute Wahl, definitiv, damals für die DL. Weil? Das war Geburtsdatum, aber ging voll in die Hose. Was jetzt? Die Nummer. Die Nummer? Ja. Wie 0-0 oder was? Nee, inwiefern ging die Nummer in die Hose? Verstehe jetzt auch nicht. Naja, aber mit der die Nummer DL halt für dich. Nee. Ja, aber mit der habe ich halt nichts gerissen. Ach so, meinst du das? Okay. Das meine ich. Vielleicht lag es auch am Spieler, nicht an der Nummer, aber wir können es nicht. Schieben es auf die Nummer. Diese Nummer hat eine weitere große Karriere hingerichtet. So geht es natürlich auch manchmal. Ja, das ist die Nummer. Genau. Ja. Schlecht dann, aufgenäht. Genau, und dann mal umgestiegen auf eine andere Nummer, die dann eigentlich beibehalten wurde. Ja, also war okay. Zwar nicht viel besser vom Spieler, aber sah cooler aus. Wir versuchen das gerne mal aufzuklären. Vielleicht fragen wir einfach mal Dennis zum Beispiel nachher fragen, auch warum er. Was spielt denn der für die 44, Nummer? Oder? Ja, genau. Ja. Force 44. Force 44, genau. Und das am 44. Spieltag stand auch noch im Kasten. Ja. Da kommen wir aber später noch zu. Da kommen wir nachher dazu. Aber noch eine Frage. Also wir versuchen das gerne mal aufzuklären. Ich finde das auch interessant. Ja. War jetzt ein Detail, wo ich nie irgendwie mir Gedanken darüber gemacht hätte, warum das jetzt mehrere Spieler sind mit der 71. Aber vielleicht hat es ja wirklich was mit Hikins zu tun. Kann ja sein. Aber bevor wir jetzt zur nächsten Frage kommen. Hast du zum Beispiel für Tennisbälle nummeriert? Tennisbälle nummeriert? Ja, kann ja sein, dass du gesagt hast, den nehme ich zum Aufschlag Einsatz. Nee, aber du wusstest natürlich immer ganz genau, mit welcher Ball wo ist und mit welchem Ball du vorher einen Punkt gemacht hast. Oder einen guten Aufschlag. Oder eben den Punkt nicht gemacht hast. Aber warst du so jemand, der sich dann extra den Tennisball wiedergeben hat lassen, wenn du in dem Moment einen guten Punkt gemacht hast? Genau. Ja? Ja.
Und du musst ja immer gucken, dass der Ball auch rau genug ist. Ne? Also hast versucht immer ein bisschen aufzurauen. Das kannst du ja machen, indem du hier so ein bisschen übers T-Shirt, dann geht der Filz ein bisschen ab, damit er ein bisschen mehr Grip hat und nicht zu glatt ist, gerade wenn es neue Bälle sind. Wir können froh sein, dass hier niemand Tennisbälle reinwirft. Ist jetzt sehr detailliert und führt uns weit weg von dieser eigenen Sportart. So, zurück zum Eishockey, haben wir noch eine. Oder? Wir haben noch eine, bevor ich dazu komme. Es kam im Chat übrigens noch zwei weitere Namen, die eine 71 getragen haben. Ilja Kowalczuk und Peter Abstreiter. Ah, guck mal da. Ja. Grüße an Sven, der uns die Experten Infos hier bei uns gegeben hat. So, und die letzte Frage. Joe Schmidt vom Ammersee hat eine Meinung. Die können wir gerne natürlich dann aufnehmen. Ja. Die DL wurde eigentlich ohne Abstieg ins Leben gerufen. Ziele, Planungssicherheit, Einsatz junger Spieler, die ihre Chancen bekommen sollen und den finanziellen Wettstreit um Importspieler zu begrenzen. Mhm. Er selber ist Nürnberger Fan und hat ein bisschen Sorgen um die Sicherheit des Standortes. Bei einem eventuellen Abstieg durch die Wiedereinführung logischerweise werden wieder vermehrt Imports eingesetzt, die sich nur die reichen Vereine leisten können und der Rest muss halt Glück haben. Bestes Beispiel ist momentan Bietigheim, die in der DEL2 nicht so gut dastehen. So. Ihr macht das doch nur aus, damit ich wieder heiß laufe, hier solche Fragen, oder? Genau. Wenn es wenigstens eine Relegation gäbe. Und jetzt zurück. Ah, okay, das hat er geschrieben. Ja, wenn es wenigstens eine Relegation gäbe, das zwischen ist unser Mann. DEL und DEL2 wäre es einigermaßen fair, der Bessere spielt DEL. Und jetzt zurücklehnen und genießen. Bitte schön, Basti. Na, also das erstmal vorneweg, bevor du dazu Stellung nimmst, das mit der Relegation. Ich muss ja jede Sendung dazu Stellung nehmen. Nee, Relegation ist super, natürlich. Finde ich auch eine Verzahnung. Ja. Ich finde, die Schweizer Liga macht das ja gut. Die hat diese Verzahnung. Die spielen Playdowns, die letzten zwei. Und der diese Playdowns verliert, der muss halt nochmal gegen den Meister der zweiten Liga ran. Ja, und genau so stelle ich mir Auf- und Abstieg vor. Mhm. Wenn. Mhm. Das stimmt, wo wir da gerade drüber sprechen. Ich habe hier die aktuelle Ausgabe der Eishockey News vorliegen. Und boah, du hast die am Tablet schon. Ja, ja, klar. Das ist sensationell. Ja, ja, klar, da bin ich immer einen Tag früher unterwegs. Wow. Ja, ja. Ich muss bis morgen warten, bis das Ding im Briefkasten ist. Ja, das ist halt, wenn man irgendwann einfach. Ne, der Sesh ist einfach seiner Zeit voraus. Analog durchs Leben lügt wie du, dann ist man halt immer ein Tag analog durchs Leben lümmeln. Nee, aber jetzt nochmal zum Ernst der Lage, weil da sagt der Penny DL-Geschäftsführer Gernot Trippke auf die Frage im Interview rund um das Thema Auf- und Abstieg Folgendes. Er wird gefragt, ob er es vielleicht bereut, dass die Liga viele Jahre sich selbst um das Zugpferd Abstiegskampf beraubt hat. Ne? Also weil das ja auch eine ganze Zeit lang logischerweise nicht so war und wir das ja jetzt erst wieder seit einigen Jahren haben. Und er sagt dazu, dass vor allem die Rahmenbedingungen stimmen müssen, damit wir eine so stabile Liga haben, wie inzwischen schon seit Jahren. Wichtig ist, dass das System funktioniert und niemand aufsteigt, der sportlich und wirtschaftlich keine Chance hat. Je mehr Standorte in der DL2 die Rahmenbedingungen erfüllen und für den Aufstieg in Frage kommen, desto leichter wird es, daraus wieder eine sportliche Tradition zu machen. Ich fand das ganz spannend, die Aussage. Ich verstehe ihn selbstverständlich, weil aus seiner Sicht und aus Sicht der Liga ja du ein perfektes Produkt anbieten willst und eine sportliche Ausgeglichenheit, wie wir sie zum Beispiel jetzt gerade haben. Und das ist ja wirklich Weltklasse dieses Jahr. Also du hast ja so viele Brandherde, sage ich jetzt mal im positiven Sinne, im sportlichen Sinne, dass überall Spannung ist. Ne? Also dass du echt nicht weißt, wer wird eigentlich jetzt Dritter und wer ist Siebter und geht es vielleicht noch runter bis 10 und wer geht am Ende runter. Also es ist echt super spannend, freuen wir uns drüber. Und das ist zum ersten Mal wirklich so, dass das, was anfangs immer gesagt wird, das ist die ausgeglichenste Liga der Welt. Diesmal ist es wirklich so. Also diesmal ist sie wirklich brutal ausgeglichen. Also mit natürlich ein paar Abstände hinten, aber grundsätzlich sehr ausgeglichen. Und das ist ja das, was du, glaube ich, wirtschaftlich versuchst zu erreichen, dass du einen sportlichen Wettkampf hast mit 14 Mannschaften, die irgendwie so ein bisschen alle zusammen einen ausgeglichenen Sport betreiben können. Ich finde aber immer bei der Aussage... Kommt halt der Sport immer dazwischen. Genau. Ich finde immer bei der Aussage wird mir der Sport zu sehr außer Acht gelassen, weil das ist ja vollkommen egal, weil es sind auch schon in anderen Sportarten Mannschaften abgestiegen, wo es schon ganz lange und immer auf den Abstieg gibt, die wirtschaftlich eigentlich mega gut dastehen, aber es sportlich einfach nicht gut gemanagt haben. Mit der Kohle, die sie haben, in einem super Standort. Da kannst du jetzt im Fußball drauf gucken, in der Bundesliga ist das immer wieder der Fall und es steigen aber auch immer wieder Mannschaften auf, die kleine Standorte sind, denen man es vielleicht gar nicht zugetraut hat. Die halt einen guten Job machen. So,
wie lange hat sich jetzt beispielsweise Mainz in der Liga gehalten? Jetzt wird es gerade eng, aber nur mal um den Vergleich zu ziehen. Und trotzdem ist das möglich. Und ich finde, das muss im Eishockey irgendwann klar sein, dass es nicht immer nur heißt, da ist die eine und vielleicht noch die zweite Mannschaft, die das möglicherweise schaffen kann, zum einen aufzusteigen und dann auch noch die Bürgschaft zu hinterlegen und dann auch übrigens noch nicht sich in der Liga zu halten. Und ich finde auch mit diesen wirtschaftlichen Sachen, nur weil du ja diese 800.000 oder was es sind, ein bisschen mehr hinterlegst, um zu sagen, ja, ich möchte in die DL aufsteigen. Das heißt ja nicht, dass du dich im nächsten Jahr, wenn du aufsteigst, dass du wirtschaftlich konsolidiert bist, dass das alles passt. Genau. Das heißt es ja auf keinen Fall. Es gibt da ja auch Beispiele, und wo das ist für mich deswegen kein Argument, genau. Wir haben das jüngste Beispiel, Bietigheim, 25 Jahre Aufbauarbeit für mich, um in die DEL zu kommen, 2 Jahre da. Und da hat man schon echt ganz schön was plattbetoniert, finde ich, in Bietigheim. Die sind jetzt Letzte in der DEL 2. Vom Punkteabstand ganz schwer, dass die da noch wegkommen. Die könnten durchgereicht werden bis in die Oberliga, wenn es ganz blöd läuft. Das ist auch nicht das, was du willst, weil dazu muss man, finde ich, auch das große Ganze im deutschen Eishockey sehen. Und du bist ja eh schwer am Kämpfen. Erstmal, dass du Hallen erhältst, ist schon mal auch da schließen wieder weh. In der heutigen Zeit sehr schwer geworden. Dass du Eishockey-Clubs erhältst, ob der Hallenproblematik, dass du da auch in kleinen Clubs weiter Nachwuchsarbeit leisten kannst. Und dann kommen wir erst zu diesem Profitum. Die Oberliga lasse ich da jetzt noch raus, das ist für mich semi. Aber mit der DEL 2 fängt es natürlich an. Auch da musst du ja mittlerweile froh um jeden Club sein, eigentlich, den du hast. Und auch deswegen ist Wirtschaftlichkeit für mich kein großes Argument. Ja, also er sagt ja, je mehr Standorte in der DL2 die Rahmenbedingungen erfüllen, damit hat er natürlich... Ja, aber wer will denn? Es wollen ja nur 4. Genau, das, da hat er recht. Aber je mehr, sagt er. Also es ist natürlich aus seiner Sicht besser, wenn es alle wären, theoretisch. Sehr klar, da hat er ja auch vollkommen recht. Das ist ein Wunsch, der aber noch nicht umsetzbar ist, möglicherweise. Ja. Aber ich finde, losgelöst davon, dass es möglicherweise einen Verein gibt, der auch nur ein Jahr sich in der Liga hält und dann wieder runtergeht. Ich weiß, dass das schwer ist, für viele Standorte das durchzuhalten. Ne? Ja. Dieses Projekt nach oben und auf einmal fällst du tief und musst dich da halten. Wir sehen es, wie gesagt, bei Bietigheim zum Beispiel. Aber ich glaube, das muss möglich sein. Also wenn du das nicht schaffst, dann fehlt halt sowieso extrem viel, wie soll ich sagen, Substanz. Und das muss möglich sein. Und das ist dann auch egal, weil sonst dürften in anderen Sportarten gewisse Mannschaften auch nicht aufsteigen. Und sich da wieder unten in der DL2 zu halten, das hat ja auch manchmal was mit seriösem Management zu tun. Also ja, du musst halt, finde ich, immer in der Lage sein, so zu managen und zu wirtschaften, dass es dir klar sein muss, dass du möglicherweise nach einem Jahr wieder runtergehst und trotzdem muss der Verein danach funktionieren. Genau. Das sind die Rahmenbedingungen, die viel wichtiger sind. Ja. Nicht nur die Rahmenbedingungen nach oben, finde ich. Aber auch das kannst du im Eishockey einfach so nicht festlegen, weißt du? Nein, festlegen dazu nicht. Ist das zu saisonbezogen leider immer noch alles. Und da fehlt dann eben auch der Mehrjahresplan. Ja, vielleicht habe ich mich schlecht ausgedrückt. Ich wollte sagen, die Rahmenbedingungen sind ja erstmal darauf ausgelegt, dass es nach oben passt. Aber ich finde, es muss ja auch wieder nach unten passen. Ja. Das ist ja manchmal sogar noch viel wichtiger, damit sowas wie Bietigheim möglicherweise nicht so oft passiert. Lass uns ein großes Beispiel nehmen. Ich weiß, dass es ein paar Clubs gibt, die gegen diese Auf- und Abstiegsregelung gestimmt haben. 3 an der Zahl insgesamt nur von denen, die jetzt dabei sind. Aber dann wir nehmen das größte Beispiel. Was machen denn die Kölner Haie, wenn die absteigen? Mit dieser Lanxess, die haben ja keine Spielstätte mehr. Es gibt keine Spielstätte. Und ich glaube nicht, dass du die Lanxess Arena als Zweitligastandort halten kannst. Dann ist dieser Club halt weg. Dann gibt es diesen Club nicht mehr. So viel zu dieser Durchlässigkeit, die da möglich wäre oder nicht. Also, für mich stimmen die kompletten Rahmenbedingungen. Das muss jetzt auch gar nicht. Nein, das ist nur ein Beispiel. Da heißt dann natürlich, was weiß ich, Verein XY, der hat ja nur ein kleines Stadion oder sowas. Ja, das ist halt auch nicht nur. Weil auch diese Clubs haben 20, 25, zum Teil 30 Jahre ihre Infrastruktur angepasst auf Liga 1. Da hängen ja auch Arbeitsplätze etc. pp. Dran. Ich finde, das macht man sich zu einfach. Und mir fehlt, ich finde Auf- und Abstieg okay. Ich finde, das soll kommen. Ich finde auch, wie du sagst, diese Durchlässigkeit, dass da jeder eigentlich
der halt Meister wird, sondern auch hochkommen. Aber mir fehlt die sportliche Verzahnung einfach zwischen den beiden Ligen. Ich finde, das müsste zwingend her. Und da kommt auch eine Frage hier schon rein, wie es denn dann mit den Importspielern ist, weil er in der DEL 2 und in der DEL unterschiedliche Anzahl von Importspielern hast. Ja, da muss man halt dann auch eine Regel finden, die für beide dann irgendwie in dieser Playoff-Serie okay ist. Das findet man sicher auch. Man findet ja sonst auch Gemeinsamkeiten. Ja, das ist ja jetzt auch das Problem gewesen, was im Vorfeld Augsburg ja schon hatte, ne? Weil du ja anders planen musst vom Personal, Ausländerstellen. Ich finde auch weiter, weil du als 52. einfach absteigst, nach 52 Spieltagen als letzter absteigst, so ist es. Die Liga ist ein bisschen größer geworden. Dann hast du 2 Monate Vakuum. Das ist nicht aufzuholen, das ist nicht planbar. Dieses Zeitmanagement, das kannst du nicht erfüllen, egal welcher Club. Und ich gehe noch weiter, was ungerecht den DEL-Clubs gegenüber ist im Vergleich zu DEL 2. Ja. In der DEL 2 könnte, sagen wir mal jetzt, Dresden, die spielen keine gute Saison bis jetzt, die können aber noch Zehnter werden. Ja, und wie viele Chancen haben die dann noch aufzusteigen? Dann haben die noch mal erste Playoff-Runde, dann haben die noch Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Die haben schon noch Chancen. Aber als 52. ohne eine Play-Down-Serie oder irgendwas, einfach runterzugehen nach 52 Spieltagen, Mir fehlt da diese Gerechtigkeit von den oberen zu den unteren Clubs auch und in letzter Instanz einfach diese Verzahnung, die ist für mich zwingend. Ja gut, jetzt könnte man sagen, nach 52 Spieltagen ist es dann auch fair genug. Aber wir leben doch im Eishockey von den Playoffs, überall als Playoffs, Playdown. Dann kann ich auch sagen, nach 52 Spieltagen ist der erste Meister. Also ich gebe jetzt mal zu, das ist, glaube ich, ein Thema, was super spannend ist, nach wie vor. Vielleicht müsste man da mal auch so eine Talkrunde an den Start bringen. Vielleicht große Diskussionsrunde. Dann machen wir mal die Eishockey-Show, der Talk. Ja, einfach mal auch Ideen austauschen mit Menschen, die ganz andere Meinungen haben als ich. Ich habe übrigens noch nicht final mich jetzt da entschieden. Ich kau da gerade noch so ein bisschen drauf rum. Ich muss da auch noch mal eine Nacht drüber schlafen und vielleicht auch noch mal ein paar andere Gedanken einfließen lassen. Das war jetzt so das, was mir spontan so einfällt. So weil der, wie heißt unser Zuschauer, der es geschrieben hat, Michael? Weiß jetzt gar nicht mehr. Kommentator war es, Also die Frage jetzt bezüglich den Importspielern oder Nee, die Frage bezüglich auf den Abstieg ursprünglich. Vorhin, wo wir eigentlich dann mit gestartet sind mit unserer kleinen Diskussion. Ja, das war Joe Schmidt vom Ammersee. Ja, dann Grüße gehen raus an den Ammersee. Vielen Dank für den Input, weil es ist durchaus etwas, worüber man sich länger unterhalten kann und eben, glaube ich, auch nicht nur mit Meinung A direkt richtig liegt, weil es unglaublich viele Facetten sind, die mit reinspielen. Da gibt es auch keinen Schwarz und Weiß. Und deshalb wollte ich nur sagen, ich habe es nicht erfunden. Ne? Oder das war nur, genau. Also wir haben noch eine kurze Einbindung aus der Community von WhatsApp, haben wir auch eben eine Meinung dazu bekommen zum Thema Auf- und Abstieg. Viele der Eishockeyhallen in der zweiten Liga sind ja gar nicht Erstliga-tauglich, wenn man nach diesem Punkteplan von der DEL geht. Ja, den gibt es ja auch noch. Aber was ist Erstliga-tauglich und was nicht? Warum, weißt du... Aber da sind wir ja wieder. Lass auf andere Sportarten gehen. Im Handball spielen auch welche in der Bundesliga in der Dreifachturnhalle. Ja, die haben auch alle ihre ne? Also bestimmte Zuschaueranzahl. Das ist ja auch nicht so, dass die DEL-2-Clubs keine guten Hallen haben. Nee. Das ist ja gar nicht so. Nee. Im Gegenteil. Auch da sind ja schöne Hallen mittlerweile entstanden. Und ich finde hier ziemlich gut bei Paul Friedrich, der schreibt hier gerade, wäre statt Auf- und Abstieg wieder eine größere Liga eine Option für euch? Ja, das haben wir noch gar nicht besprochen. Warum denn nicht? Warum nicht sagen, wer will, darf DEL spielen, den nehmen wir dazu. Dann motzt natürlich die DEL 2, weil der Clubs verloren gehen. Ja, keine Frage. Und dann machst du halt Nord- und Südgruppe und machst da eine Verzahnung. Auch da gab es ja schon Ideen. Auch sowas wurde ja in der Art schon mal gespielt. Ja, warum nicht? Aber das auch. Das ist ja keine festgezürte Meinung, sondern das ist einfach Diskussionsbasis. Genau, das stimmt. Das meinte ich ja auch eben damit. Genau. Ne? Da gibt es, glaube ich, echt viele Ideen, die man da mal so reinschmeißen kann in so einen Pott. Auf der anderen Seite, lass uns die Saison doch einfach jetzt so zu Ende spielen, wie sie ist. Dann müssen wir sowieso. Von daher wird uns das auch noch beschäftigen, wenn wir auf die Tabelle gleich gucken. Mikey, haben wir noch eine Frage oder sind wir erstmal durch? Das wäre es jetzt erstmal. Wunderbar. Dann lieben Dank nochmal. Ihr dürft weitermachen, aber natürlich im Chat kann immer was reinkommen. Du bist ja da gerade hier. Ich bin auch hier drin im Chat. At the Turntables. Falls was kommt, ich scratch hier ein bisschen. Haust es einfach raus, würde ich sagen, oder? Okay, komm, wir haben noch eine Sprachnachricht, haben wir noch. Oh, cool. Dann bitte. Die hören wir uns mal noch an vom Julian. Okay. Also ich finde Auf- und Abstieg schon cool, weil da ist einfach ein bisschen mehr Spannung drin. Weil ansonsten waren es immer 52 Spieltage und es ging einfach immer nur um die Playoffs. Und die, wo Elfter waren, war dann die Saison beendet. Und deswegen, ich finde Auf- und Abstieg einfach schon cool, weil dann ist einfach auch hinten drin ein bisschen mehr Spannung drin. Das ist es definitiv. Da hat er absolut recht. Da hat er recht. Weißt du was, wir holen direkt mal die Meinung ein jetzt von einem, der sich damit gerade ein bisschen auseinandersetzen muss. Nicht nur dieses Jahr. Ja, das stimmt. Auch im letzten Jahr war es so. Aber
Es ist dieses Jahr noch ein bisschen anders gelagert, weil wir ja jetzt noch darüber reden, dass noch 8 Spieltage zu gehen sind. Und es wird spannend, es wird dramatisch. Es ist die ausgeglichenste Penny-DL aller Zeiten. Jetzt läufst du heiß. Ja. Genau, deshalb wie verabredet und wie versprochen freuen wir uns, dass der Augsburger Panther Dennis Envers uns zugeschaltet ist. Hallo Dennis. Servus, grüß hey, euch. Hey Dennis. Dennis, da kann die erste Frage nach unserer Diskussion auch aufgrund der Fans, die uns geschrieben haben, beziehungsweise was reingesprochen haben, ja nur lauten, Abstieg ist schon uncool, oder? Ja, wenn man hinten drin steht, schon. Also, ja, aber ich glaube generell eine sehr spannende Frage. Ich glaube, so der Grundgedanke ist richtig. Aber wenn man sich jetzt die letzten 2 Jahre anschaut, wird die Kluft, glaube ich, zwischen Top-Teams und kleineren Mannschaften immer größer. Aber ist das nicht immer so? Der Planungssicherheit. Bitte? Ist das nicht immer so? Das ist eigentlich in jeder anderen Sportart auch so, ne? Dass du immer Unterschiede hast von der wirtschaftlichen Power und ob ich jetzt über Fußball gucke, genau, wirtschaftlicher Standort oder in anderen Sportarten. Ich kann in den Handball gucken, Basketball ist eigentlich überall ähnlich, sagen wir mal. Ja, schon ist schon ähnlich, aber das ist das. Also bei uns steigt der letzte Jahr nicht direkt ab. Also das ist ja die Hintertürchen noch. Haben wir letztes Jahr gesehen, was uns betroffen hat. Konnten dann doch für die erste Liga planen, haben aber schon für Liga 2 geplant. Also das ist, glaube ich, das größte Hindernis, wenn man dann sagt, okay, der letzte steigt definitiv ab. Dann weißt du, wo du stehst. Dann weißt du auch, dass einer von unten hochkommt. Aber so, glaube ich, ist das immer so ein Mitschwingen von großen Fragezeichen und Planungsunsicherheit. Ja. Okay, angekommen, also da wünscht man sich eigentlich mehr Klarheit. Das hatten wir auch noch nicht drin, Dennis, danke dafür. Nämlich, weil wir hatten ja auch, ja, als 14. steigst du formell erstmal ab, aber bist es ja nicht und dann hängst du wieder in diesen 2 Monaten. Ja, genau. Also das ist sicherlich das aktuell Schwierigste für die Mannschaft, die da am Ende der Hauptrunde auf dem 14. Platz steht. Da seid ihr aktuell, Dennis, ja noch nicht. Lass uns doch mit dem Positiven starten. Das ist ja genau das. Ihr seid ja gerade nicht 14., weil ihr, und das können wir ja auch noch mal kurz mit reinnehmen, am Wochenende ist zumindest dann ja am Sonntag hinbekommen habt, zweifach zu punkten, während Iserlohn nur den einen Zähler geholt habt. Ihr wusstet ja im Vorfeld, glaube ich, schon auch, wie die Konkurrenz gespielt hat. Ist das etwas, wo man aktuell schon einfach mal drauf schielt? Kann man das ausblenden? Ich meine, du als Torwart versuchst vermutlich sowieso komplett im Tunnel im Fokus zu sein, aber inwieweit guckt man jetzt wirklich aktuell mal auf die anderen Ergebnisse, gerade in der Konstellation, wie sie sich gerade darstellt? Ja, klar, schaut mal drauf. Also man will ja wissen, was macht die Konkurrenz, wie haben sie gespielt. Ich versuche die auch persönlich gar nicht auszublenden. Also ich möchte es wissen, wie die gespielt haben. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich dann mehr motiviert bin, aber dann ist wieder ein Gedanke raus aus dem Kopf. Und der lässt sich dann einfach noch ein bisschen freier aufspielen. Was zeigst du hier gerade an, Basti? Dass die Bauchbinde falsch war. Der Dennis war 2015, nicht 2014 Meister. Wir müssen hier schon... Oh, das stimmt. Also ja. Wir sind ja nicht... was sagst du mal? Wir haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber so viel, das muss sein. Ja, das stimmt. Nein, Jetzt. So, aber jetzt. Dennis, wir geben dir einfach die 14 auch noch dazu. Da war es 3-mal. Das will der dir nicht annehmen. Nein, das stimmt. Das will man sich ja sportlich erarbeiten. Bevor wir zu weiteren Themen kommen, weil es mir gerade auffällt, weil wir darüber gesprochen haben, die Nummer 44, kannst du auch nochmal unseren Eishockey-Fans mit auf die Reise geben, warum du die 44 trägst? Weil wir eben so ein bisschen hier die Frage hatten, warum einige Spieler zum Beispiel viel mit der 71 auflaufen und wo das so herkommt, wo man die Inspiration hernimmt. Ja, bei mir war das recht einfach. Ich habe mein erstes Seniorenspiel damals mit 16 Jahren für den ERC Sonderung gemacht. Aufgrund von Krankheiten waren 2 Torhüter leider nicht da. Und dann war eigentlich nur noch ein Trikot übrig. Das war von einem Feldspieler, der auch krank war, der auch ein bisschen breiter war, um das so zu nennen. Demnach hat mir das Trikot am besten gepasst. Und dann haben wir gleich gegen Lech Puck 10-0 gewonnen. Ich hatte eigentlich gar nichts zu tun, aber den Shoutout habe ich dann schon gern mitgenommen. War auch riesig nervös vor dem Spiel, aber ja, und seitdem habe ich die 44. Ja, hin und wieder sind es auch Zufälle. Ja. Den hatten wir auch noch nicht drin, dass es ab und zu Zufälle sind, warum man an irgendwelche Nummern kommt. Ja. Dennis, jetzt lass uns zurück zum Tagesgeschäft insofern, als dass es natürlich für euch gerade eine Saison ist, die wieder schwer ist, also zum zweiten Jahr oder im zweiten Jahr hintereinander.
ist es einfach gleich, ich kann es mir vorstellen, auch mental brutal anstrengend. Wie sehr zehrt das eigentlich, so eine Saison zu spielen, auch vom Kopf, nicht nur aufgrund der Art und Weise, dass das beim Eishockey durchaus generell ein bisschen anstrengender sein kann? Ja, das war ja eigentlich ein schönes Polster, das wir hatten mit 12 Punkten Vorsprung auf Iserlohn. Mhm. Da war die Stimmung schon ein bisschen ruhiger, muss ich sagen. Es war angenehmer. Hat man dann doch ein bisschen lockerer auf die Ergebnisse geschaut im Spieltag. Aber dass dann die Iserlohner so einen Lauf hinlegen, mit dem haben wir nicht gerechnet. Natürlich können wir nicht beeinflussen, wie die anderen spielen. Aber durch das, dass wir dann ein bisschen strauchen gekommen sind, wird es jetzt hinten raus nochmal ganz eng. Und das beschäftigt einen natürlich jeden Tag. Nicht nur, ich war heute zum Beispiel am Wertstoffhofen, wurde angesprochen, jetzt wird es aber ganz schön eng. Und dann, ist ja schön, dass alle mitfiebern und die Stadt so einen großen Fan-Support hat. Aber wie gesagt, da sind wir letztes schon durch. Jetzt stehen wir genau dort, wo wir eben vor 12 Monaten auch schon waren. Das wollten wir eigentlich nicht. Und dieses Jahr ist sogar noch ein bisschen enger. Das ist Wahnsinn, aber du merkst die Region, da ist egal, wo man sich trifft. Am Wertstoffhof wird über Eishockey gesprochen. Man muss ja auch noch sagen, in Augsburg, ich war am Freitag dort und das war kein gutes Spiel von Augsburg gegen Köln. Und das Publikum steht halt trotzdem noch hinter der Mannschaft. Die werden dann mit Applaus verabschiedet. Das hast du auch nicht überall. Das ist schon in Augsburg was ganz Besonderes. Aber Dennis, erklär uns doch mal, weil du sagst, wir stehen genau da, wo wir letztes Jahr sind. Aber eigentlich hat man eine andere Mannschaft. Ich glaube, ihr habt auch ein anderes Mannschaftsfeeling. Was unterscheidet denn diese beiden Mannschaften trotzdem, wenn du schaust aufs letzte Jahr und auf dieses Jahr? Was unterscheidet sie? Ich glaube, wir haben einen ganz großen Stamm deutscher Spieler dazu bekommen. Ich glaube, dass das einfach eine Mannschaft einfach sehr gut tut, wenn du einfach viele hast, die gerade aus der Region kommen auch oder auch einfach die Sprache sprechen. Jeder weiß, um was es geht. Jeder hat irgendwie eine Geschichte mit dem Verein, ob als Gegenspieler oder vielleicht schon mal für den Verein gespielt hat. Da ist einfach die Wurzeln sind ein bisschen tiefer. Ist einfach für die Stimmung extrem gut, glaube ich. Und ansonsten haben wir natürlich ausländertechnisch haben wir auch ein bisschen oder einiges verändert, bis auf ein paar Stellen. Ein paar haben richtig gut eingeschlagen, ein paar hoffen wir, dass da am Schluss noch ein bisschen mehr kommt, dass wir das eine oder andere Tor noch erzielen. Aber nichtsdestotrotz, wir sind bis zum Schluss dabei, wir kämpfen bis zum Ende. Und wie du es angesprochen hast, ich glaube, mit dem Support, den wir in jedem Heimspiel erleben, das war letztes Jahr auch schon so. Und dieses Jahr ist genau das Gleiche wieder. Also ich glaube, die Fans stehen hinter uns, weil sie einfach dieses Jahr sehen, dass wir mit Leidenschaft an die Sache herangehen, dass wir nie aufgeben, egal welcher Gegner kommt. Wir versuchen einfach immer im Spiel zu bleiben. Am Freitag hat das natürlich nicht geklappt. Aber ich meine, das war jetzt das zweite Ei dieser Saison, das wir gelegt haben, glaube ich. Und solche Spiele gehören genauso dazu wie gute Spiele. Und aber die Antwort am Sonntag war dementsprechend gut. Und deshalb war heute im Training und auch die Stimmung für die Pause ist jetzt doch ein bisschen besser. Stichwort Pause. Ist das in so einer Situation vollkommen okay, dass man so durchatmen kann jetzt, sich sammeln kann, fokussieren auf die 8 Spiele, die dann noch kommen, gerade in eurer Situation? Oder denkst du dir, okay, ich weiß, ist wichtig, deutsche Eishockey-Nationalmannschaft braucht diese Spiele unbedingt. Das ist auch ganz, ganz wichtig fürs deutsche Eishockey. Aber aus persönlicher Sicht und aus Sicht der Augsburger Panther, kommt das gerade eher zur Unzeit oder sogar perfekt läuft es rein? Ja, es ist immer ein schmaler Grad. Ich glaube, es ist immer gut. Wir haben jetzt einen riesen Marathon hinter uns, was Spiele angeht. Die Weihnachtszeit immer extrem stressig. Also wir haben schon Kölner gelassen. Jetzt ist auch die letzten 2 Spiele mit dem André Hakulin, unser Topscorer, ausgefallen. Demnach kommt die Pause für uns sehr gut, weil den brauchen wir natürlich schon da vorne drin. Das ist Dreh- und Angelpunkt unserer Offensive. Und wenn der Junge ausfällt, dann wird es schwer für uns. Aber natürlich soll es auch keine Ausrede sein. Wir haben viele gute Spieler, die das auch in die Hand nehmen können. Aber wie du sagst, wenn du halt einen drin hast, der mit die meisten Tore in der Liga geschossen hat, das hilft einfach. Und ich glaube, so eine Pause ist generell einfach gut, mal den Kopf frei zu kriegen, mal nicht über Eishockey zu reden, keine Videoanalysen. Und wir haben ja heute trainiert, wir trainieren morgen, haben dann bis Sonntag frei und dann haben wir wieder eine komplette Trainingswoche, bis dann wieder losgeht, bis wir nach Berlin fahren. Wir haben es gerade gesehen, Berlin und dann schon ein Wahnsinnsspiel aus Augsburger Sicht zu Hause gegen Iserlohn. Ihr habt noch 3 direkte Duelle gegen die Teams da unten. Schaut man da wirklich so von Spiel zu Spiel jetzt, Dennis, oder hat man da schon angesprochen, auch mannschaftsintern, Leute, Fokus vielleicht dahin legen, das sind die entscheidenden Spiele? Oder muss man es auch so gehen, dass man sagt, nee, es sind nicht nur die 3 Spiele, es sind halt auch noch 5 andere Spiele und wir versuchen in jedem zu punkten. Wie geht man sowas an? Wie kommuniziert man sowas auch in der Mannschaft? Ist er weg? Er hakt. Die Leitung verloren. Wir haben die Leitung verloren.
Nein. Ich suche sie mal. Kletter doch mal da eben da in den Keller, da ist unser Leitungskeller. Na gut, okay, dann gucken wir, dass wir Dennis gleich wieder zurückgewinnen. Ich frage ihn dann gleich nochmal, ob ich mir die Frage merken kann bis dahin. Es ist unglaublich schwer. Er hat das ja auch gerade angesprochen und das fand ich auch wichtig aus Sicht der Augsburger Panther, weil du hast das Spiel, glaube ich, sogar kommentiert, diese Niederlage gegen Köln am Freitag, die ja, muss man ganz klar sagen, dramatisch schlecht war, oder? Sage ich da irgendwas Falsches mit diesem 1 zu 5? Also gut war es nicht. Also sagen wir es mal, es war defensiv einfach viel, viel zu wenig. Da stimmt das, also das Ergebnis kannst du so, oft kannst du ja sagen, ja. Stimmt nicht vom Ergebnis, doch das Ergebnis stimmt. So war auch das Spiel. Und dementsprechend dann am Sonntag wieder so ein wichtiges Ding zu gewinnen gegen eine Mannschaft, die auch unten drin ist. War jetzt auch, wäre meine Frage eben gewesen. Weißt du, also so Köln, wo du dir denkst, okay, die sind da weg, vielleicht ist das nicht so unser Lieblingsgegner, aber du musst halt stechen gegen die direkten Konkurrenten. Es könnte reichen, aber das ist natürlich ein Wabonspiel, ne? Klar, aber deswegen wollte ich ja auch wissen, wie geht man sowas einer Mannschaft an? Sagt man da schon, hey Leute, Fokus hier Heimspiele und Fokus auf die und die Gegner? Oder, aber ich glaube ja, du musst als Sportler, willst du ja auch in jedes Spiel reingehen und sagen, unser Spiel, holen wir Punkte, holen wir den Sieg. Ich finde mal gut, und das können wir auch Dennis gleich nochmal direkt ins Gesicht sagen, sozusagen über die Entfernung hier, er ist sehr klar, ne? Er ist ganz klar und reflektiert. Das finde ich immer gut, weil das ist ja auch das, was du brauchst. Der Dennis hat ja auch schon alles durch im Eishockey und brutale Erfahrung. Aber das wollte ich sagen, das brauchst du natürlich auch. Ne? Du darfst in dieser Situation natürlich 0,0 hektisch werden. Ja. Und dann ist ja auch mal die Frage, für alle übrigens betreffend da unten, gerade im Abstiegskeller, was hast du für Typen in der Kabine? Ne? Ja. Wie passt das zusammen? Ja. Wer hat vielleicht ein bisschen mehr Bammel vor dieser Situation? Das dürfen nicht viele sein. Aber das können wir ihn auch nochmal fragen, weil ich finde es ja auch interessant, weil Dennis kommt ja aus Mannschaften, wo du es gewohnt bist, eigentlich zu gewinnen und oben mitzuspielen und eine Meisterschaft mitzuspielen. Und da ist er wieder, Dennis. Du hörst uns wieder? Perfekt. Ja, ich bin wieder da. Ja. Wir haben jetzt gerade noch ein bisschen rumdiskutiert und ziehen jetzt eine Frage vor, weil wir ja gerade sagen, der Serge sagt, was brauchst du für Typen in der Kabine, um solche Situationen zu durchstehen? Und dann sage ich jetzt auch gerade, für Dennis ist es auch nicht einfach. Der hat zwar schon alles durch im Eishockey, der hat Erfahrung ohne Ende, aber du bist ja eigentlich gewohnt, in Mannschaften zu spielen oder warst es gewohnt, in Mannschaften zu spielen, die ganz oben und die um Meisterschaften mitspielen und nicht gegen den Abstieg. Was ändert sich da bei dir? Was ändert sich auch für dich so im Umgang mit den anderen in der Kabine vielleicht? Und ist das nochmal ein Learning für dich? Man lernt nie aus, glaube ich. Gerade in den Profisporten lernt man nie aus. Also, aber ich glaube, du brauchst einfach Typen in der Mannschaft, die den Ernst der Lage verstanden haben, aber auch nicht in Panik geraten. Ich glaube, Panik ist ein sehr negatives Wort. Ja. Ich glaube, du brauchst einfach Häuptlinge, die mit einem coolen Kopf da rangehen, Sachen zurechtdrücken. Und ich glaube, so eine Situation, Abstieg ist natürlich anders, als wenn du sagst, du bist jetzt Vierter oder Fünfter, Heimrecht oder fangen wir mit Auswärtsspielen an in den Playoffs. Also der Stachel sitzt dann schon ein bisschen tiefer. Und der Ernst der Lage, wie ich gesagt habe, ist uns allen bewusst. Wir wissen, dass unser Vorsprung dahin ist. Wir wissen, dass Iserlohn gerade gut drauf ist. Und am Sonntag nach der Pause ist der Showdown, glaube ich. Und dann heißt auch hier einen kühlen Kopf bewahren, vielleicht die Emotionen, auch wenn es ein wichtiges Spiel ist, in Rahmen zu halten, dass wir natürlich kein Blödsinn da draußen machen und dann einfach unser Spiel durchziehen. Und dann, denke ich, haben wir gute Chancen, dass wir da wieder ein paar Punkte einfangen. Okay, du, das ist und bleibt ein brutal enger Fight da unten. Ja. Also ich gebe ganz ehrlich zu, ich möchte gerade in der Situation nicht so drinstecken. Ich freue mich, hier im Studio zu sitzen und nur darüber sprechen zu müssen. Auch wenn das natürlich immer cool ist, weil ist ja als Sportler auch eine Challenge. Das ist ja auch, eigentlich, Dennis, ist das ja auch mal was Positives, kann man ja auch nochmal sagen. Ne? Wir reden immer davon, so, es geht dann ja immer um die Worte Abstiegsangst, dann werden Gespenster in irgendwelche Zeitungen gemalt, das Abstiegsgespenst geht um. Oder ins Konferenzstudio unten. Genau, und das ist ja auch in Ordnung, es gehört auch dazu, ist part of the game und macht ja auch ein Storytelling aus. Aber als Sportler ist ja die Kunst, das wirklich als Challenge anzunehmen, zu sagen, rise to the occasion, wie der Engländer sagt. Ich möchte dahin, wo es wirklich auch darum geht, weil das macht ja auch was mit dir als Sportler, wenn du da positiv durchgehst, richtig? Ja, richtig, aber auf die Erfahrung kann ich auch gerne verzichten. Also. Das braucht jetzt wirklich keiner, aber jetzt, wie gesagt, jetzt sind wir da, das nehmen wir gern an, das wird ein Riesenfight. Die ganze Stadt ist parat, um uns zu unterstützen. Und ich sag mal so, jeder zittert mit und alles ist ja schön und gut, aber am Ende wird ja auch keiner als irgendwie von Zug geworfen oder keine Ahnung, sondern wir müssen einfach, es ist Sport, wir wollen drinbleiben, wir werden alles geben, wir werden zeigen, wie sehr wir das wollen und dann hoffen wir, dass es am Ende reicht.
Jetzt wollte ich mir dir mit der Frage eigentlich den Rettungsanker hinschmeißen und lässt mich einfach ersaufen. Nee, du hast schon recht. Man braucht nicht alles unbedingt. Das stimmt, in der Karriere. Ja. Also beziehungsweise es gibt Situationen, da kannst du auch drauf verzichten. Ja. Da hat er natürlich schon recht. Wir schauen noch mal drauf den unteren Teil der Tabelle, wer da am besten kühlen Kopf bewahrt oder wer das dann am besten handelt. Dennis kennt es zur Genüge, aber für alle Zuschauer hier noch mal: Das ist die Ausgangssituation. 8 Spieltage vor Ende der Hauptrunde. Iserlohn derzeit. Wo sind die Punkte? Bei 47, da vorne sind die. Augsburg 48, Frankfurt 49, Nürnberg 53. Und wir nehmen auch die DEG mit 54 Punkten da nochmal mit dazu. Weil wir wissen auch, das ist ein Wochenende, holt irgendeiner da 6 Punkte. Wow. Das ist richtig. Oder eben nicht. Und dementsprechend, Dennis, wollen wir, dass du natürlich jetzt weiter die Zeit hast, dich in der Pause ein wenig zu konzentrieren. Vielleicht auch auf die Themen, die man in der kurzen Pause auch mal mit ins Leben aufnehmen kann. Übrigens, kurzer Hinweis, weil ich sehe natürlich ein schönes neues Haus, das weiß ich ja, so lange kann es ja noch nicht her sein, aber es ist natürlich noch viel weiß da. Also, was du alles siehst. Ja, die weiße Wand, vor der du eben saßt. Also wir haben hier ein schönes Bild, die Eishockey-Show, ja, styled bei Marco Novak, falls da noch irgendwo Platz ist im Hause Endras. Willst du unser Bild verschenken jetzt? Naja, aber überleg mal, das wäre im Hause Endras. Ja, dann, ich rufe den Novi an, dass beim du das WM-MVP. Bild verschenken willst. Ja, also, das wäre sensationell. Das stimmt. Das wäre eine Ehre für uns. Ich soll bei allem, was in Augsburg gerade los ist, Dennis, pass auf, wir haben hier gerade noch, nämlich, das habe ich gesehen, ich soll von Eamon St. Calvin Sanders an Dennis Enders, vielen Dank für deine Weltklasse-Performance bei der WM 2010. Also auch das ist nicht vergessen. Guck mal da. Dankeschön, ja. Ja. Die Älteren erinnern sich, so ist es. Dennis. Mit diesem. Er hat aber auch Spitzen dabei heute, der Partner. Ja, das ist alles nur Humor. Ist doch so. Ja. Auch wenn es schlechter ist. Ja, du bist im Karnevalfieber schon. So ist es. Dennis, vielen Dank für deine Zeit. Und kühlen Kopf bewahren dann nach der Pause. Machen wir schon. Alles Gute, Grüße an die Frau und beste Zeit, wenn es geht. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ja, es ist eine schwere Situation. Ja, es ist. Ich kann mich noch an letztes Jahr erinnern, als. Oh Gott. Ja, das ist jetzt nicht das richtige Thema. Lass uns doch tendenziell nach oben klettern. Ja, ich denke da immer an TJ Trevelyan, der letztes Jahr echt mit Tränen in den Augen da gesagt hat, hey, ich kann mich nie wieder in der Stadt blicken lassen, wenn wir da runtergehen und alles. Und auch der spielt ja eine überragende Saison mit seinen 39, nochmal 12 Saisontore jetzt schon. Aber es ist egal, in welcher Stadt das ist. Das ist dann natürlich überall dann. So. Nicht schön. Mikey? Ja. Ich weiß, du hast das vorbereitet und das Ganze nicht. Schaut jetzt erstaunt. Guck mal, wie skeptisch du guckst. Du weißt gar nicht, wo ich hin will. Nee. Ja, das weiß ich manchmal auch nicht, aber ich würde versuchen, jetzt einfach mit heftigem Ruder wieder aus dem Boot auszusteigen und zu sagen, ich bin wieder an Land und würde natürlich sagen... Viel Glück! Danke. Wir können mal das Spiel durchspielen, wenn es denn heute wirklich schon so weit wäre. Also Playoffs... Heute wäre sozusagen der 52. Spieltag vorbei. Und, diese theoretischen Sachen, ja, war super. Und wir gucken mal auf die aktuellen Begegnungen. So könnte es sich darstellen. Ich war noch nie der Theoretiker. Das wäre die Tabelle jetzt. Das wäre die Tabelle im Stand heute, wie es aussehen würde. Aber da sind natürlich schon ein paar schöne Duelle dabei. Pass auf, wir hätten Kölner Haie gegen Düsseldorfer IG in der ersten Playoff-Runde. Gab es erst, im Übrigen, auch das finde ich sensationell, erst 2 Playoff-Duelle zwischen Köln und Düsseldorf in 30 Jahren DEL. Ja, aber das ist natürlich jetzt unglücklich. Die Playoffs müssten dann, wenn das jetzt schon vorbei wäre, müssten sie auch jetzt beginnen. In die Karnevals-Hochzeit, in die Session, ja, mit das rein. Mal noch Chef vor. Rosenmontag. Ja, aber die können ja nicht spielen. Komplett leer. Könnten die spielen überhaupt in der Halle? Ist möglicherweise keiner da übrigens. Aber nein, ist die Halle denn frei? Da ist doch auch Karneval. Nein, nicht am Rosenmontag. Nee. Nein. Da singt irgendeiner vielleicht, der nicht geguckt hat, was für ein Termin das ist. Aber nee. Stell dir das mal vor. Aber das wäre ein Brett natürlich, Köln gegen Düsseldorf. Okay. Wäre eine Idee und Mannheim-Ingolstadt wäre auch eine mögliche. Finalduell von 2015. Oh ja, stimmt. 14 gewonnen, 15 nochmal Finale Ingolstadt, richtig. Und letztes Jahr natürlich auch im Finale gewesen. Ja. Dieses Jahr mit einer brutal schweren Saison. Ja, und alle rätseln, was ist mit den Adlern los?
Wenn sie aktuell sind, sie auf der 8. Du würdest eben... Ja, dann pass mal auf, dann hättest du ja erste Playoff-Runde der Sieger, theoretisch jetzt nur aus dieser Konstellation. Ja. Lass da dann mal, ohne jemandem wehtun zu wollen, lass da Mannheim und Köln weiterkommen. Dann hast du im Viertelfinale schon Berlin gegen Mannheim oder Köln oder sowas. Mhm. Showtime. Das Showtime. Die Lust auf die Playoffs kommen, ne? Aber auch Straubing-München als Viertelfinalbegegnung. Mhm. Wäre auch schön. Gab es auch mal vor ein paar Jahren. Eine ganz nette Serie. Aber lass uns noch mal zum einen auch die Adler kurz mit reinnehmen. Ja. Auch in einer kurzen Analyse vielleicht, weil wir auch gestern das Spiel gesehen haben und den Erfolg der Adler Mannheim in Straubing. Mann, oh Mann, Frosch im Hals. Und lass uns einmal kurz auf eine Aussage schauen von Leon Bergmann. Nach Mittlerweile dem Spiel, bei den Eisbären. Genau, nach dem Spiel der Adler in Berlin, wo sie verloren haben. Und Leon Bergmann, der Eisbär, im Anschluss, das sagte. Ich denke, mein MSV war gerade, glaube ich, nur Neunter. Aber ja, für mich sind es nach uns die zwei besten Mannschaften in der Liga. Und ich bin zwar gerade im Tiefer, die darf man nie unterschätzen. Und ich denke, die werden auch noch im späteren Verlauf der Saison brandgefährlich sein. Ist ja noch nicht so lange her, dass Leon auch in Mannheim gespielt hat. Daher oh, wir kriegen was zu trinken. Ah, danke, weil ich so ein bisschen Probleme hatte hier mit der Stimme. Vielen Dank. Das ist so aufmerksam hier. Das ist, übrigens, und der Mikey kriegt nichts. Ist okay, das kenne ich. Ja. Wenn du hättest, würde ich eins nehmen. Still, ja. Kannst auch meins einfach haben, Mikey. Alles gut. Also vielen Dank an den Oxy, der das hier... Ich rede nicht so viel. Die eierlegende Wollmilchsau, der kann alles. Ja. Der kann wirklich alles, auch Wasser extrem gut ausschenken. Und einschenken. Danke nochmal dafür. Wo war ich jetzt? Achso, auf die Aussage von Leon Bergmann, der nach wie vor große Stücke auf die Adler Mannheim hält. Zweitbeste Mannschaft der Liga. Zeigt es tabellarisch gerade nicht. Nee, zeigt es nicht. Er hat aber großen Respekt. Vielleicht nicht nur er, sondern eben auch andere Mannschaften, die sich denken, oh, wenn die Adler mal von da hinten doch nochmal in den Flow kommen, unangenehm. Auch wo du gerade sagtest, stell mal vor, die kommen da durch und auf einmal hast du in der ersten, also im Viertelfinale so eine Partie. Ich sag dir auch, das ist halt natürlich auch der Name Adler Mannheim und das, was man sich in 30 Jahren DEL da erarbeitet hat. Mit den Titeln von Mannheim nach Berlin, die zweitmeisten ligaweit. Da bist du natürlich immer mit dabei. Und natürlich, da reden wir und müssen auch gar nicht drum herum reden. Das Stadion ist verdammt geil. Das Stadion ist in den Playoffs brutal in Mannheim. Das ist eine Mannschaft, die immer um die deutsche Meisterschaft eigentlich mitspielen sollte. Auch vom Budget natürlich ganz vorne dabei. Mhm. Und natürlich werden die immer genannt. Aber wie gefährlich sind die Adler aus deiner Sicht? Aus meiner Sicht das zweitbeste Team würde ich sie zurzeit nicht einstufen. Aber die haben sich jetzt auch noch mal verstärkt in der Abwehr. Die haben eigentlich zwei sehr gute Torhüter. Und wir haben es dann gestern auch in Straubing gesehen. Das sind Kleinigkeiten und so viel fehlt dann vielleicht gar nicht. Und jetzt hast du halt Leistungsträger in Mannheim, die vielleicht ein bisschen ausgelassen haben, wie ein Murray, der gestern sein erstes Saisontor macht, wie ein Tyler Goddard, der jetzt schon im ganzen Januar eigentlich gut in Fahrt ist. Mhm. Also die haben schon noch Spieler, die brutal Luft nach oben haben. Und wenn die richtig performen, ja, Mannheim kann dann immer gefährlich sein, finde ich. Waren sie auch. Und sie haben, finde ich, im entscheidenden Moment die richtigen Dinge Momente getan. Momente sind natürlich auch Sachen, genau. Momente. Lass uns mal auf die Shorthander gucken, denn die haben letztlich das Spiel entschieden für die Adler Mannheim gegen die Straubing Tigers. Mikey, spiel uns das gerne mal vor, weil das waren dann schon in der doppelten Art und Weise besondere Tore. Samuelsson, guter Druck von Eisenmenger und der hat das Breakaway und wieder Linie nicht besetzt und Leubel geht. Leubel! Kugel, wo ist der Puck im Tor? Zwei Shorthänder von Mannheim. Ja, und das war nach dem Ausgleich von Straubing zum 3-3. Und da hatte Mannheim, da war das Ding natürlich auf der Kippe und Straubing war am Drücker. Und da machst du Mannheim zwei. Hatte 3-1 geführt, muss man noch sagen. Auch, genau. Aber zu diesem Zeitpunkt eher überrascht, weil ich fand, da war Straubing eigentlich über weite Teile das bessere Team. Aber... Und dann hast du solche Momente und machst zwei Shorthänder in einer Strafzeit. Da kommt eine Frage direkt von Domi hier über WhatsApp, ob es das schon mal gab. Oder wann es das zuletzt gab. Also zwei Shorthänder in einer Strafzeit kann ich mich echt nicht erinnern. Ich kann mich erinnern an zwei Shorthänder von Wayne Simpson. Mhm. Das kann nicht so lange her sein für Ingolstadt. Okay.
Ich meine sogar, das war auch gegen Straubing. Aber nur in einem Spiel, nicht in einem Spiel. Ja. Das war auch so ein Highscoring-Game. 7-6, 6-5, irgendwie sowas hat Wayne Simpson mal in einem Spiel zwei Shorthänder gemacht. Das kommt schon hin und wieder vor. Aber zwei in einer Strafzeit, ich weiß es nicht. Aber auch da, Wise Hockey, vielleicht wissen die das. Ja. Die wissen ja mittlerweile alles. Oder vielleicht wissen das auch einfach unsere Zuschauer und Zuhörer. Vielleicht wisst ihr das auch, ja, genau. Also wenn ihr das schon mal gehört habt oder euch einfach gut erinnern könnt oder einfach auch eine eigene Datenbank zu Hause habt, ja, und sowas generell notiert. Das habe ich in meiner wirklich nicht drin. Ja, guck mal da. Es gibt immer noch Luft zur Verbesserung, Junge. Nee, selbst in deiner Datenbank. Nein, das hätte ich nicht gedacht, aber da bin ich, dass du da was liegen lässt, Junge. Doch, weil ich sortiere mittlerweile aus und ich bin gar nicht mehr so zahlenmäßig. Und ja, ob da jetzt mal zwei Shorthände in einem Spiel fallen oder nicht, ja, also das kommt schon vor. Und da brauche ich jetzt nicht eine Liste von den 10 oder 15 Spielen, in denen halt zwei Shorthänder gefallen sind. Ja, das ist halt dann so. Gut. Aber das in einer Strafzeit finde ich schon erstaunlich. Das schon. Aber wenn du dann jetzt im Gegenzug zu Straubing nimmst, jetzt in den letzten beiden Partien drei Shorthänder bekommen, ja, gegen München auch schon am Donnerstag. Pass mal auf, ich glaube, ich weiß noch, mir fällt gerade noch was ein. Oh. Michi Wolf hat mal bei 3-5 ein Tor gegen Krefeld geschossen für München. Und ich meine, dass die da auch zwei, vielleicht aber in diesen zwei Strafzeiten erzielt haben. Da haben die auch zwei Shorthänder gemacht. München und Michi Wolf, weiß ich, hat bei 3-5 sogar ein Tor gemacht. Okay. Das könnte sein. Also helft uns da gerne auf die Sprünge. Wir sind unwissend, zumindest nicht hundertprozentig. Oder können wir schätzen. Das ist jetzt eher im Bereich der Spekulation. So, wenn wir nochmal drauf gucken, also Straubing, das war meins, München damals in könnte Oklahoma eine Partie sein. Vielleicht. Ja, genau, damals. Damals in Oklahoma. Ja, City Thunder, die eigentlich Basketball spielen, genau. Straubing-München könnte eine Partie sein. Ja. Stand jetzt. Mittlerweile brutales Brett. Oberbayern-Niederbayern-Derby hat ordentlich Pfeffer. Damals auch, war das in den Playoffs, dieser Goalie-Fight? War der in den Playoffs? Boah, jetzt kommt wieder was. Ich glaube, weiß ich nicht. Ich glaube, der war in den Playoffs. Die hatten ja eine Playoff-Serie. Stell mal eine leichte Frage. Der war da drin. Leichte Frage stellen. Ja. Ich habe hier ein paar Infos auf meinem Zettel, die ist ja nicht drin. Ach, die ist da nicht drin, okay. Aber ich weiß, da gab es den Goalie-Fight. Ich meine, der war in der Playoff-Serie auch zwischen den beiden. Aber das hätte schon vor allem im süddeutschen Raum enorm Potenzial. Ja, also das macht richtig Laune auf die geilste Zeit. Wolfsburg-Schwenningen wäre dann auch noch eine Begegnung. Wolfsburg ja auch eine Mannschaft, die lange so ein bisschen unterm Radar, andere sagen Radar. Wir ziehen surfen. Das aber auch durch, weil du weißt es auch, dass Mike Stewart am Anfang der Saison gesagt hat, ja, Hauptrunde und so spielen wir, ist für uns aber nur vorgeplänkelt, weil wir immer so Probleme hatten in den Playoffs mit Wolfsburg. Irgendwie, also auch da ging es bis ins Spiel 7 im Halbfinale, letztes Jahr, da hast du nicht so viele Probleme in den Playoffs. Aber die wollen halt mal die volle Packung irgendwie mitnehmen. Und er hat so gesagt, ja, 52 Spiele sind zum Einspielen und diese Mannschaft ist gebaut für die Playoffs. Mhm. Und deswegen bin ich da sehr gespannt. Ja. Weil die haben ja echt einen Lauf jetzt gerade. Beste Mannschaft der letzten Spieltage, 4 Siege in Folge. Also die haben ja auch deshalb diesen Sprung tabellarisch ganz gut hinbekommen. Haben noch Archibald, der fehlt, Matt White, der fehlt, Fabio Vohl, der fehlt. Also wenn die dann auch wieder mit der kompletten Kapelle am Start sind, Dangereux. Dangereux, würde ich sagen. Ja, ja. Ja. Und absolut. Halt den aktuell heißesten Torhüter auch wieder hinten drin. Ne? Ja, Strahlmeier. Okay, Frage. München hatte 26.000 Chancen und viele davon hat der Strahlmeier vereitelt. Ja, ja. Und dann lass mal Schwenningen. Ich meine, Schwenningen seit dem Wiederaufstieg ein einziges Mal erste Playoff-Runde. Diese Gegend lechzt ja nach Playoffs. Und ich glaube, auch das wird ja ein Tollhaus da unten, aber das hast du noch nicht gesehen. Nee. Gut, und die Heimstark sind sehr brutal. Also, das wird, glaube ich, entscheidend sein für Schwenningen. Wenn die Heimrecht haben in so einer Playoff-Serie, boah. Ich glaube, die haben von ihren, was haben sie, 73 Punkte? 53 müssten es daheim sein, ja, wenn ich es richtig verstehe. Das heißt auch, dass der Auswärts nicht so Das gut sollte man sind. Dann natürlich bessern, aber das ist halt schon brutale Heimmacht. Von 22 Heimspielen, 18 zu Hause gewonnen, 4 Niederlagen und ich habe nochmal nachgeguckt, nur 2 Niederlagen von diesen 4 nach 60 Minuten. Punkt, ja. Also, da sagt man so, das sind so
salopp gesagt, Heimscheißerchen. Weißt du, so, die können eine Wohlfühloase, braucht man zu Hause, das sind die. Ja, das also okay. Sehr positiv. Du musst es nur in die Playoffs dann auch mitnehmen, weil auch da sehen wir, da gibt es ja die verrücktesten Sachen. Du performst ohne Ende dann zu Hause im Playoff, sondern hast das erste Playoff-Spiel zu Hause, zack, Niederlage. Und vielleicht so als Übergang, natürlich auch eine Mannschaft, die mit ihrem Headcoach Steve Walker einen brutalen Schritt gemacht hat. Vor allem auch wieder deutsche Stürmer, die einen brutalen Schritt machen. Also Karacun war eh schon gut unterwegs, logischerweise. Der aber auch nochmal dabei ist oder jetzt schon seine beste Saison übertroffen hat. Pfaffengut das Gleiche. Phil Hungerecker ist auf dem Weg dazu, glaube ich. Der Uwe schießt Tore, egal Best wie die Season fallen. Zu spielen, also dass da drei Spieler nochmal sozusagen alles aus der Career Best rausholen. Das ist schon besonders gut, muss man sagen. Ja. Und dementsprechend sind wir doch vielleicht jetzt ganz kurz, feiner Übergang, Deutsch, Schwarz-Rot-Gold, deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Das hältst du davon? Aber schnell. Ja. Sind wir schon so weit? So weit sind wir, glaube ich, Wahnsinn. Schon. Weil wir wollen ja jetzt auch unsere Gesprächspartner nicht ewig warten lassen. Schon gar nicht Debütanten. Ja, natürlich. Ja, dementsprechend, wir haben es angesprochen, die Pause ist da in der Penny DL und Schwarz-Rot-Gold übernimmt der Perspektivkader des Deutschen Eishockeybundes. Die Mannschaft von Harry Kreis spielt zweimal in der Slowakei. Ihr seht das eingeblendet und könnt euch das natürlich gerne live und kostenlos bei Magenta Sport reinziehen. Ja. 17:45 Uhr, beide Begegnungen. Genau. Und Herausforderung für Horst Fuchs gewesen, den Teammanager der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Wieder eine relativ beschwerliche Reise in die Slowakei für ein Quickie, wenn man so will, weil nicht viel Zeit natürlich da. Von der Zeit musst du natürlich auch sagen, ich glaube, da gibt es schon so ein paar Clubs, die sagen, oh, Leute, vor den Playoffs. Aber it is what it is. Spieler abstellen. Ja. Ja, stimmt. Aber wenn einer das natürlich meistern kann, dann Horst Fuchs. Absolut. Also, das ist ja eigentlich die lebende Herausforderung. Ja. Ja. Der kann gar nicht ohne Herausforderung. Nein. Und das ist vielleicht auch eine Herausforderung für unseren Gesprächspartner, denn wir freuen uns, dass Corbinian Geibel uns zugeschaltet ist. Er debütiert im Trikot der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Und da haben wir uns gedacht, Corbinian, wir müssen einfach mal miteinander quatschen. Erstmal herzlich willkommen. Hallo. Hi. Ja, wir freuen uns. Ein bisschen es geht ja schon los, weil wir uns überlegt haben, wen holen wir denn dazu? Und dann haben wir so mal durchgeschaut, ja, wen hatten wir noch nicht, wen hatten wir schon oft, wer ist interessant? Und der Corby erschien uns einfach interessant, Corby, weil du auch so bei den Eisbären ja jetzt noch nicht so ganz lang im Stammkader dabei bist, aber so unauffällig echt eine coole Rolle mittlerweile übernommen hast. Erzähl doch mal, wie kam es dazu? Du bist ja auch überhaupt nicht aus Berlin, sondern eher aus dem Süden der Republik, bist aber schon sehr früh nach Berlin gegangen. Erzähl uns doch mal deinen Werdegang. Ja, also ich bin mit 16 nach Berlin gekommen, war dort im Internat, genau, war bei den Juniors und wurde dann danach bei den Profis zum Glück übernommen. Wir müssen noch einen Schritt zurückgehen vielleicht, Corby, aus dem Nachwuchs des EV Germering, weil ich finde es immer ganz wichtig, dass auch so kleine Clubs genannt werden, weil das sieht man halt auch, dass kleine Clubs, und da kommen wir wieder ganz am Anfang unserer Sendung, natürlich auch immer Probleme mit Nachwuchsproblemen, mit Hallen, mit Eiszeiten haben, dass auch diese kleinen Clubs große Spieler rausbringen. Ja, also ganz früher war ich in Germering, bin dann über Kaufbeuern nach Berlin, genau. Ja, warum Berlin damals? Ich habe nicht ganz so nah in Kaufbeuern gewohnt, musste immer so eine Dreiviertelstunde fahren. Und da hat meine Mutter halt geschaut, was so gut mit der Schule passt, im Training passt. Und da Berlin ja ein Internat hat und das mit der Schule gut koordiniert ist, habe ich da halt mal angefragt für ein Probetraining. Und ja, dann ist es draus geworden. Und spielst ja, Basti hat es gerade schon angesprochen, bevor wir dann auch gleich natürlich zur Nationalmannschaft kommen, aber aktuell in der Liga bei den Eisbären eine richtig coole Rolle. Ich meine, ich habe nochmal nachgeguckt, über 12 Minuten, hast 44 Spiele jetzt auch auf dem Buckel. Wie viel Eisbär ist in dir drin? Also wie sehr fühlst du dich einfach auch so als Spieler? Losgelöst davon, dass du ja auch schon mit der Mannschaft natürlich einen Titel geholt hast, aber das ist ja, glaube ich, jetzt nochmal eine ganz andere, ein ganz anderer Karriereschritt, würde ich mal meinen, oder? Ja, natürlich, also dass ich jetzt jedes Spiel mitmachen konnte und auch die Eiszeit und das Vertrauen vom Trainer bekommen, das ist natürlich sehr, sehr cool. Und ja, jetzt eine, sag ich mal, größere Rolle spiele als die letzten Jahre. Ja, es gibt dann natürlich ein sehr, sehr gutes Gefühl und ich fühle mich sehr, sehr wohl in der Mannschaft und auch mit der Rolle, die ich gerade habe.
Und wir sehen ja jetzt auch an deinem Arm schon, ihr seid natürlich schon mit der Nationalmannschaft jetzt unterwegs. Ihr seid schon angekommen in Zwolen? Genau. So, ist der Horst da in der Nähe? Hört der dazu? Nee. Nee, der Physio ist gerade vorbeigekommen. Okay. Corby, dann vielleicht nochmal dieser Moment und was er dir vielleicht auch bedeutet, als dann plötzlich vielleicht auch eine Nummer auf deinem Handy erschien, die du nicht eingespeichert hattest. Was war da los? Wie lief das ab? Ja, das war da war sehr überraschend auf jeden Fall. Da hat eine Nummer angerufen, ja, wie du sagst, die ich nicht eingespeichert hatte. Da habe ich erstmal irgendwie gedacht, das ist schon wieder so ein Verarsche-Anruf, die wollen einem was andrehen oder sowas. Bin ich da rangegangen, hab schon die Stimme erkannt, konnte sie noch nicht ganz zuordnen und dann wusste ich, oh, der Nationaltrainer. Da war ich natürlich sehr überrascht und habe mich aber auch sehr, sehr gefreut. Was sagt denn der Harry Kays? Dann stellt er sich so vor, wie ich einen Harry kenne, auch wenn er dich nicht so gut kennt, ist er sehr gentleman-like und dann heißt einfach du, ich lade dich ein zur Nationalmannschaft oder sagt er dann, komm doch mit dazu oder sagt er sowas auch wie, hast du Bock, bist du verletzungsfrei, könntest du dir vorstellen, wie läuft so ein Gespräch ab? Ja, also er hat sich vorgestellt erstmal, genau, und dann eben gesagt, dass er mich sehr gerne mitnehmen würde zu der Maßnahme jetzt, wie es aussieht. Und da habe ich natürlich sofort zugesagt. Ich glaube, da hast du erstmal keinen Fehler gemacht. So viel können wir verraten. Das glaube ich auch. Glaubst du so, jetzt auch, weil wir über die Eisbären gesprochen haben und diesen Schritt, den du da machst in der Mannschaft, wie die Eisbären, Tabellenspitze, ihr spielt eine überragende Saison und jetzt ist dieses Break, du bist bei der Nationalmannschaft, zum ersten Mal wirst du dann auch das Trikot tragen in einer Herrenmannschaft, ist das eine besondere, würde ich mal sagen, Nervosität, kannst du das vielleicht jetzt schon ein bisschen erklären? Hast du dir Gedanken darüber gemacht oder bist du dann am Ende eine total coole Socke, an der sowas komplett abprallt? Also ich wäre brutal nervös gewesen, glaube ich. Gebe ich offen zu. Ja, also ich muss schon sagen, dass ich auch ein bisschen nervös natürlich bin, weil das ja natürlich nochmal eine besondere Ehre ist, wirklich für die Herrenmannschaft zu spielen. Also muss ich auch sagen, da bin ich auch ein bisschen wie du, ein bisschen nervös. Ist auch okay, aber man versucht das ja ins Positive zu drehen. Ja. Positive Energie, eben. So ist es richtig. Mit Vorfreude, würde ich sagen. Das ist ein guter Ausdruck. Mit Vorfreude. Genau. Weil ihr jetzt heute erst angekommen seid, wie ist denn euer Fahrplan? Hast du schon so ein bisschen das Timetable bekommen, wann ihr noch euch vorbereitet? Viele Eiszeiten kann es ja eigentlich nicht mehr geben. Wie ist so der Ablauf geplant? Ja, also morgen haben wir vormittags ein Training und dann haben wir ja schon am Mittwoch und Donnerstag die Spiele. Da haben wir auch frühs nochmal Training. Mhm. Ja, und viel mehr ist es dann schon nicht eigentlich. Also es ist wirklich nicht viel Zeit, sag ich mal. Weißt du auch schon den Essensplan? Weil ich von Horst Fuchs weiß, der legt immer sehr viel Wert auf Spaghetti Carbonara, egal in welchem Land er ist. Mit fettiger Soße, mit Sahnesoße. Das ist so ein Horst-Ding. Gab es die schon oder gibt es die noch oder weißt du noch nicht? Also wir hatten bisher jetzt heute nur das Abendessen schon und ich glaube, da gab es noch keine Carbonara. Okay. Aber vielleicht bleib dran am Horst, noch. Am Horst dranbleiben, ganz wichtig. Ja. Sehr gut. Wie habt ihr das aufgeteilt? Du hast ja gerade gesagt, auch dass du als junger Kerl nach Berlin gegangen bist. Ich glaube, da hast du am Anfang sogar mit Bennett Rosmi, glaube ich, zusammen in der WG gewohnt. Stimmt das? Der jetzt ja, mittlerweile genau, ja in Düsseldorf ist. Die ersten zwei Jahre. Ja. Die ersten zwei Jahre. Wie ist das jetzt? Wen hast du als Zimmerpartner zugelost bekommen? Hast du selber ausgesucht und hat das einigermaßen hingehauen oder passt es nicht? Meinst du hier jetzt? Ja, genau, jetzt hier. Genau, bin ich mit dem Erik Mick. Also, das kennen passt. Sich. Das kennen wir uns eh schon und das ist eine, glaube ich, gute Kombination. Sehr gut. Grüße an den Erik, der hatte am Donnerstag sonst auch was vorgehabt, wenn er nicht bei der Nationalmannschaft gewesen wäre. Oh ja? Hat er mir gesagt. Ja. Du weißt es auch, musst aber interner jetzt verraten, wenn du schon ansprichst. Nein, kann ich nicht. Okay. Bin ich zu enttäuscht, du weißt es. Ach so, ja gut. Okay, aber wichtig ist, Nationalmannschaft steht im Vordergrund. Als letztes vielleicht, um auch nochmal wegzukommen von der Nationalmannschaft.
ich weiß ja auch, und das ist ja als Debütant vielleicht auch ein Thema, auch wenn da ja in erster Linie junge Spieler jetzt natürlich dabei sind in diesem Perspektivkader. Du musstest ja eine Zeit lang auch als junger Eisbär die klassischen Dinge tun, ne? Da muss man Pucks einsammeln, da muss man auch mal einen Bus aufräumen, so Dinge, die du dann als Youngster tun musst. Aber ich meine, du bist ja jetzt voll integriert da, auch wenn du debütierst. Das ist ja, das müssen andere machen, aber das musst du schon klar ansprechen, ne? Muss man es in der Nationalmannschaft auch machen? Weiß ich nicht. Nein, glaube ich nicht. Nein. Ja, schauen wir mal. Bisher haben wir ja noch nicht so viel zu tun gehabt. Mal schauen, was da auf einen zukommt noch. Und ich habe eine Frage eben gesehen. Du hast mal deine Haarpracht, früher, ist noch gar nicht so lange her, glaube ich, mal gespendet. Ich glaube, für krebskranke Patienten, um da irgendwie Geld zu sammeln, wenn ich das richtig zusammenfasse. Jetzt ist ja oben wieder ein bisschen Mähne da, wenn ich da so auf dein Haupt gucke. Ist das mal wieder geplant oder weil auch hier gerade eine Frage zu deiner Haarpracht kam? Ja, also wie du schon gesagt hast, ich habe schon zweimal meine Haare gespendet, aber im Moment plane ich das jetzt nicht. Vielleicht irgendwann mal wieder, aber im Moment will ich sie erstmal selber noch ein bisschen tragen. Sehr gut, gehört auch dazu. Ja. Sehr gut. Ja, dann vielleicht zu guter Letzt, das ist ein guter Hinweis. Was sind vielleicht so deine Vorbilder spielerischer Natur? Also ich denke, wenn ich mich da in Berlin orientiere, natürlich so jemand wie der Kai ist natürlich ein Vorbild. Oder der Mülli auch. Oder mein Zimmerkollege, der Erik. Kann man mehrere als Vorbild nehmen. Kann man von allen sich was abschauen, denke ich. Und frag den Corby auch noch, weil wir hatten heute zu Anfang sehr viele Fragen und haben Dennis Endres auch gefragt, wie du zu deiner Nummer gekommen bist und ob das irgendeine Bedeutung für dich hat. Ja, also ganz früher waren die Detroit Red Wings mein Lieblingsteam. Und der Zetterberg, ja, war mein Lieblingsspieler. Und deswegen habe ich jetzt die 40 gekriegt. Genau. Darfst du in der Nationalmannschaft auch spielen? Bekommst du auch die 40? Nee, ich glaube, ich habe die 76. Hat der Horst zugeteilt, oder? Nehme ich an. Oder durftest du da trotzdem aussuchen noch irgendwas? Ich glaube, in der Nationalmannschaft darfst du noch zugeteilt. Nicht aussuchen. Nee. Am Ende des Tages ist es dann auch nur eine Nummer, will ich jetzt nicht zu niedrig hängen, aber wichtig ist, das Trikot zu tragen. Und ich glaube, es wird dir eine Menge Spaß machen. Wünsche mal alles Gute für die Zeit mit dem DEB-Team. Genießt die Woche. Genau, genießt die Woche, verletzungsfrei bleiben, trotzdem erfolgreich mit der Mannschaft von Harry Kreis und einfach eine gute Zeit. Corby, vielen Dank, dass du dabei warst und Grüße an Horst. Und an Erik natürlich auch. Eine Sache von Erik würde ich noch ausrichten, der entschuldigt sich bei Basti und der holt es mit dir nach. Alles klar, intern. Sehr schön. Haben wir das auch geklärt hier? Über den kurzen Draht. Danke und viel Spaß. Ciao, ciao. Ciao. Grüße. Ciao. 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 Ja, dann müssen wir nochmal natürlich komplett auf den Kader schauen, der am Wochenende, der diese Woche unterwegs ist, nicht am Wochenende, von Harry Kreis, den Harry nominiert. Da gab es heute nochmal 4 Absagen und 4 Nachnominierungen auch. Haben wir das schon aktuell? Sicher up to date. Ich habe den Kader, der am Anfang bekannt gegeben wurde, habe ich aber die 4 Herren, die nicht dabei sind, habe ich mal unauffällig durchgestrichen. Okay. Da gab es am Wochenende noch die ein oder andere Verletzung oder irgendwas. Also Nico Appendino, Ukbekele, Mario Zimmermann, der ist krank, wissen wir von gestern, und Philipp Vareika sind nicht mit dabei. Dafür sind nachnominiert Alex Blank, wenn ich es richtig im Kopf habe. Moritz Wirth. Philipp Preto und Arkadiusz Jambor. Aki Jambor, genau. Ja, also Perspektivkader trotzdem, muss man auch sagen, das sind offizielle Länderspiele. Also du machst dort dein Debüt bei der Nationalmannschaft. Ja, deshalb haben wir es ja auch über die Nervosität schon gespielt, weil das nicht irgendwie so Larifari ist, sondern das ist dann offiziell dein erstes Spiel. Korrekt. Genau, das ist schon richtig Länderspiel. Dementsprechend und mittlerweile auch traditionell diese Maßnahme. Erstens mal mit einer U23 oder U25, wechsel auch hin und wieder und immer gegen die Slowakei als Gegner im Februar eigentlich. Ja, wünsche mal Corby Geibel alles Gute. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, das sind hier noch 2 Zahlen, die ich mir notiert hatte. Der hat die meiste Eiszeit aller U23-Verteidiger aktuell in der Penny DL. Ja.
Also schon wartet dabei. Man auf sein erstes Tor. Das schon hätte man noch fragen dabei können, wann das fällt. Das stimmt. Ja, aber gut. Hat er noch ein bisschen Zeit? Ja, wir haben noch ein paar Nachrichten, auch eishockey-technischer Natur. Und zwar, viele Fans warten darauf, weltweit. Jetzt ist es dann endlich wieder soweit. Ja, ganz kurz. Es ist 20 Uhr, hier sind die Nachrichten. Bitte jetzt. Warte, da muss man so machen. Die Olympischen Spiele 2026 werden wieder mit den NHL-Spielern stattfinden. Ja. Achso, bin ich jetzt dran? Zum ersten Mal seit 2000. Kurznachrichten. Ja, Kurznachrichten. Wir wollen ja dann darauf eingehen. Da haben wir ein schönes Bild, Returning mit Sidney Crosby. Und zwar genau. 2026 und 2030 auf Safe schon mal. Ja, so ist das es erste geplant. Mal seit 2014 wieder. Sochi, ne? Ja. 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 Das heißt, dass dann ja auch unsere Leons, ja, alle. Grubis, ja. JJ, Stützles. Alle vielleicht doch nochmal die 5 Ringe sehen. Also erstmal ist das ja Mega-News. Und wir hatten das ja beim Deutschlandcup im November, dass der IHF-Präsident Luc Tardif ja schon damals auch im Interview angekündigt hat, du, das sieht sehr gut aus. Oh, c'est bien, c'est bien. Ja, also richtig, richtig gut, also wahrscheinlich. Und jetzt ist es Fakt. Die haben es hinbekommen. Ja. Ist ja immer unglaublich viel zu regeln. Vermutlich sitzen verschiedene Parteien am Tisch. Und viele Interessen. Alle zerren an irgendwelchen Beinchen. Ja. Und jetzt hat man es hinbekommen und das ist ja eigentlich Mega-News, also für jeden Eishockey-Fan. Und das ist ja das, was du haben möchtest bei Olympischen Spielen, dass es wieder so ist wie eben schon mal oder zuletzt 2014, weil du dich einfach auf, ja, die besten Spieler der Welt freuen kannst. Ja. Und wir können uns ja auch ja so ein bisschen mal ins Träumeland versetzen. Weil hast du den Kader aufgestellt? Ja, du kannst schon. Ja jetzt, nee, ich nicht, aber die Redaktion hat das getan. Ah. Ja, ja. Und vielleicht könnt ihr auch mitmachen, was habt ihr für Gedanken? Maike, du hast fleißig mitgewerkelt. Eigentlich ist es dein Kader, ne? Head Coach Mike Meyer hat aufgestellt. Das ist nett von dir, das kann ich jetzt aber nicht komplett. Ich hatte schon noch ein paar Assistenztrainer auch, logischerweise. Ja. Wir haben einfach mal ein bisschen rumgesponnen, was man ja von drüben durchaus dann zu Olympia bekommen kann. Ihr könnt natürlich gerne im Chat und so weiter mal eure Meinung dalassen. Auch da natürlich kein Anspruch auf Vollständigkeit. Ja. Und auch... es gibt natürlich da noch andere Meinungen und andere Spiele, die sicher auch in Frage kommen würden. Ist natürlich jetzt bei manchen Namen vielleicht auch so, wie es aktuell in der Saison eben auch läuft. Ist ja dann noch hin in 2 Jahren. Aber alleine die erste Reihe, das ist, glaube ich, so das würde sich jeder deutsche Eishockey-Fan wünschen, das einmal auf dem Eis zu sehen. Dreiseitel, Stützle und Peterka dazu, Seider und Gawanke. Es ist, was das deutsche Eishockey angeht, schon gerade das Nonplusultra, glaube ich. Ohne jetzt absolut despektierlich den anderen zu sein. Sieht insgesamt nicht so schlecht aus. At least die Jans hier schmeidig, sag ich mal. Corby Geibel ist auch schon dabei hier. Einer aus dem Nachwuchs müssen wir natürlich immer, also Nachwuchs in Anführungszeichen. Ja, da gibt's, müssen wir, das darf man natürlich auch nicht vergessen, das sind noch 2 Jahre hin. Da können natürlich absolut schon noch ein paar Raketen durchstarten auch. Aber das ist, wäre nett, glaube ich, so eine Mannschaft. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, aus den anderen Nationen, das könnten auch schöne Kader werden. Wir müssen auch sagen, das ist natürlich nur eine Namensmannschaft. Ja. Es muss ja auch eine Rollenmannschaft geben. Sprich, du kannst ja nicht nur, gib ihm, sondern auch da macht sich ja ein Bundestrainer Gedanken, wie stellt er eine Mannschaft insgesamt zusammen. Ja, aber trotzdem, man kann ja mal so ein das bisschen rumspinnen und rumträumen. Ja. Träumen ist erlaubt, heißt so schön. Also, long way to go, auch klar. Aber ja, habt ihr jetzt animiert schon unser Publikum auch, dass kommt hier kommt schon was? Das erste, das vom 93 wie Marcel Brand sollte dabei sein, auf jeden Fall. Aus WhatsApp kam. Da steht noch Endras mit 40 als Nummer 3. Ja, Mo Müller hatten wir auch drin, wäre auch 40, meine ich dann. Ja, okay. Ja. Karatschun noch als Torjäger. Kam aus WhatsApp. Also es ist ja. Habt ihr Justin Schütz? Ich meine, bei Torjäger Schütz hatten war wir auch so als drin. Fünfte Reihe, nennen wir es jetzt mal. Aber es ist mittlerweile, glaube ich, macht es Spaß, einen deutschen Kader zusammenzustellen. Ja. Justin Schütz. Also nicht, die Auswahl ist um einiges größer geworden. Ja. Einen neuen Namen, Justin Schützenfest, muss der eigentlich gerade heißen, wie der performt. Ja. Schreibe ich mir auf, vielleicht wird das in einer zukünftigen Sendung sein Platz. Kann man sicher mal raus. Da rennt der rheinische Gaul mit mir durch, weil das ist ja Karneval. Aber Iserlohn hatte doch neulich Schützenfest-Trikots auch, oder? Kann sein, ja. Ja. Weil das ist ja auch im Rheinland, ich weiß jetzt gar nicht, ob da Richtung Sauerland auch, aber im Rheinland ist es auf jeden Fall. Sauerland, große Schützenfeste. Ja, ja, bei uns auf jeden Fall. Ich glaube, Neuss, da wo ich herkomme, ist sogar das größte Schützenfest. Neuss? Naja, aus der Gegend. Ja. Ja, unmittelbar davon. Unmittelbar. Ja.
Ja, da wird auch Eishockey gespielt. Ja. 10 Tore in 11 Spielen, das wollte ich noch sagen. Deshalb Justin Schütze. Ach, Justin Schütze. In den letzten. Hut ab. Richtig, richtig bockstark. Aber bis dahin wissen wir noch nicht, was ist. Wie du es schon sagst, sind noch ein paar Jährchen, die ins Land ziehen. 2 Saisons. Haben wir noch, müssen wir noch mal News hier? Haben wir noch was? Ich weiß nicht. Hast du noch was? Doch, Mike, du hattest noch extra Adam Johnson, das wollen wir nicht vergessen. Ja. Extra nicht, aber genau, Adam Johnson wurde jetzt geehrt in Nottingham. Wer so nicht weiß, geehrt in dieser Spielzeit. Posthum geehrt, kann man so geehrt, sagen. Tragischerweise tödlich beim Eishockeyspiel verunglückt. Genau, und da haben jetzt die Nottingham Panthers eben ein Schild an die Wand geschraubt am Stadion. Für immer unsere 47. Ja. Das ist schon was Besonderes, ja. Spiel, der in der vergangenen Saison auch noch in Augsburg gespielt hat, wollen wir nicht vergessen. Genau. So, und dann haben wir noch, haben wir auch noch mal NHL. Sollen wir noch kurz NHL machen? Kutscherow. Es war ja jetzt All-Star-Weekend. Ist schon Thema. Es war All-Star-Weekend jetzt. Genau. Und da gab es ja was haben wir heute, Montag? Ich glaube, Samstag, Freitag. Irgendwann gab es auf jeden Fall die letzten Tage die Skills-Challenge. Ja. Wo sie alle ein bisschen was Verrücktes machen müssen. Connor McDavid hat mal kurz gezeigt, wie schnell er wieder ist. Hat Fast Skate gewonnen. Sehr schnell. Und Nikita Kucherov hat mitgemacht bei der Skills Challenge, unter anderem hier bei einem bei der Passing Challenge. Und der hatte richtig und Bock, oder? Man kann sagen, er hatte sehr Lust, ja. Also er wurde dann teilweise auch von den Fans ausgebuht. Weil das Ganze fand ja in Toronto statt, durchaus Eishockey-Hochburg in Kanada oder auf der Welt. Und das wurde ihm etwas übel genommen, wie er das Ganze so. Ja, der hat einen kompletten Tankwart gemacht, gezaubert hat. Getankt. Ja, also. Wir haben ja vorhin schon mal gesprochen. Also es gibt immer wieder Sachen. Kann man machen, muss man nicht machen. Ja, da denkst du dir, was reitet einen da? Also wenn ich keinen Bock darauf habe, bei so einem All-Star-Game, dann zeige ich halt ab, oder? Ja. Due to illness. Aber ja, irgendwas fällt schon ein. Aber das ist schon eine harte Nummer. Nun ja. Aber muss jeder selber wissen, was das er da stimmt, macht. Das stimmt, ja. Und jetzt wollen wir nochmal die Community, oder bevor wir, glaube ich, zum Ende kommen. Ich wollte nur kurz sagen, es können ja auch nicht alle mit so einem brutalen Arbeitsethos vorgehen, wie wir hier in dieser Sendung. Das stimmt. Also, und vor allem nicht wie unsere Community. Wir hatten auch vorhin die 2 Shorthander in einer Unterzahl. Ist echt was gekommen, und hatten wir noch. Sabine hat uns geschickt, es war diese Saison. What? Ich habe es mir noch aufgeschrieben. In dieser Saison. Moment. Pass auf. What? Es war Spieltag 32. Wenn ich jetzt nicht ganz schief geguckt habe, ich überprüfe noch mal ein letztes Mal. Überprüf mal, weil da ohne Witz, da rutscht uns noch einer raus. Super Einsatz von der ganzen Mannschaft. I don't know what we're yelling about. Ja, es war die Partie Frankfurt gegen Berlin. Ja. Spieltag 32. Yannick Villeux und Tobi Eder im zweiten Drittel. Patrice Cormier war auf der Strafbank. Und 2 Shorthander in der gleichen, im gleichen Unterzahl. Siehst du mal? Ach Quatsch. Gar nicht so lange her. Wir dachten irgendwo in den, weiß ich nicht, 50ern oder so, aber und deswegen lege ich keine Statistik an, weil das gibt's täglich. Es war, glaube ich, der 26.12. Habe ich das vorhin richtig? 28.12. war es. Echt? Ja, 28.12.2023. Welches Spiel war das nochmal? Frankfurt gegen Berlin. Frankfurt gegen Berlin. So, wenn jetzt einer von euch beiden sagt, er war da, dann... Danke und beste Grüße aus Iserlohn. Ciao, ciao. Aus Iserlohn. Aus Ingolstadt, oder? Ingolstadt sind wir heute. Ja, richtig. Wo sind wir heute? Also ich sag mal... Wo sind wir gerade? Wir sind gerade in der Gedankenwelt ein bisschen lost, weil ich stelle gerade fest, dass ich die Konferenz an dem Tag gemacht habe. Ehrlich gesagt, ist peinlich von uns. Ja, auch von mir in dem Fall. Also ich hätte mich daran erinnern können, weil offensichtlich saß ich da im Studio und es sind diese Tore dann auch in der Konferenz gefallen. Immerhin nicht beim Einzelspiel, das rettet mich ein bisschen. Ja, aber du hast auch so viele andere Sportarten und das ist schon eine Weile her auch. Da kommt schon viel Sport dazwischen auch, Sesh. Ja, da kommt auch viel anderes Wichtiges dazwischen. Ja, siehst du mal. Ich müsste jetzt auch in den Kalender schauen. Ich weiß nicht, ob ich bei dieser Konferenz auch teil war. Aber das ist Gläser sind leer, wir müssen Schluss machen. So, wir müssen Tschüss machen. Na dann. Hast du noch ein Best-of, oder? Hast du noch was zusammengeschnibbelt? Ja.
Ja? Hast du gemacht? Also, Mike Meyer, der Mann mit den schnellen Fingern an den Turntables, präsentiert jetzt nochmal das Wichtigste aus den letzten sinnlosen 90 Minuten. Nein, es sind sogar fast 120. Danke, dass ihr dabei wart. Es hat Spaß gemacht und wir freuen uns euch auf ein wenig auch. Pause. Nicht nur uns. Aber gerne einschalten natürlich mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Das alles live bei uns hier bei Magenta Sport, live und kostenlos. Dementsprechend guckt rein, unterstützt die deutsche Mannschaft und dann geht's auch bald wieder los. Nächsten Dienstag der Penny mit DL, dem Schlussspurt in der Hauptrunde. 45. Spieltag und dann melden wir uns natürlich auch wieder in Kürze hier aus dem Studio. Das war die Eishockey-Show. Danke euch beiden übrigens. Tschüssi. Ciao. Danke dir. Es ist ekstatisch, es ist glamourös, es ist einfach verrückt. Und es ist vor allem Pause. Ja. Es könnte knapper nicht sein, es könnte spannender nicht sein. Man kann gar nicht von der Lage der Liga sprechen, sondern entweder sprichst du von einer Gemengenlage. Je mehr Standorte in der DL2 die Rahmenbedingungen erfüllen und für den Aufstieg in Frage kommen, desto leichter wird es, daraus wieder eine sportliche Tradition zu machen. Ich finde immer bei der Aussage, wird mir der Sport zu sehr außer Acht gelassen, genau. Weil das ist ja vollkommen egal, weil es sind auch schon in anderen Sportarten Mannschaften abgestiegen, wo es schon ganz lange und immer auf den Abstieg gibt. Also bei uns steigt der letzte Jahr nicht direkt ab. Also das ist ja die sind natürlich noch, über heute zum Beispiel am Wertstoffhofen wurde angesprochen, jetzt wird es aber ganz schön eng. Vielleicht jetzt ganz kurz, feiner Übergang, Deutsch, Schwarz-Rot-Gold, deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Das ging davon? Aber schnell. Ich habe eine Nummer angerufen, wie du sagst, die ich nicht eingespeichert hatte. Da habe ich erstmal irgendwie gedacht, das ist schon wieder so ein Verarsche-Anruf, die wollen einem was andrehen oder sowas. Man kann ja mal so ein bisschen rumspinnen und ja, rumträumen. Träumen ist erlaubt, heißt so schön.